Test, 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 Test. Ja, läuft. Schönen guten Abend. Mit ein paar Minuten Verspätung, sei mir verziehen. Und irgendwie hat es mir mit dem OBS ein paar Fenster verstellt, weil ein paar Texturen verschoben. Jetzt passt es, hoffe ich, wieder. So, Stream stoppen, es läuft, es läuft, es läuft. Jetzt habe ich offen, richtige Kameraposition habe ich auch. Dann suche ich mir mal noch ein Handtuch. Habe ich jetzt auch. Genau, und dann hier noch schnell zu meinem Tablet. Das hat die Frau soweit eingestellt, bis auf, dass es nicht mehr ausgehen soll. Display, Ruhezustand. Niemals. Ruhezustand, Bildschirm immer eingeschaltet. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Oh man, 7 Millionen Informationen habe ich hier auf meinem Tablet. Schauen wir mal, was da ist. Facebook brauchen wir jetzt nicht. Facebook. Das Speicherplatz brauchen wir auch nicht. Das ist auch irgendwas. Das kommt, Replays. Blablabla, das lassen wir mal. Den Smuggel habe ich hier, Abo. Quickie Baby Warhammer 2 hat irgendwas gepostet. World of Tanks Gameplay, das lassen wir mal. Schauen wir mal an. WT. E25, was ist Twitch? Mitteilung ist live. Facebook. Twitch live. Facebook. Ja, Fimmel. Handelsblatt, was weiß ich. Nochmal Handelsblatt, das interessiert uns nicht. 10 Apps. So, jetzt haben wir mal das meiste geschlossen. So, ich hoffe, jetzt läuft hier alles. Eingestellt, Licht brennt. Zutaten habe ich zum Teil schon hier. Jetzt schreibe ich mal, ich glaube, es ist auch schon keine Zuschauer noch da. Schreibe ich mal, hallo. All. Ich hätte y'all geschrieben. All, so heißt es. Ah, was ist failed to send the message? You are connected with the account. You are trying to send a message. Prima. Ach, ich sollte mich vielleicht noch einloggen. Ja? Als Twitchbot. Der ist connected, oder? Ah, jetzt, das ist okay, jetzt, dann müssen wir auch mal unseren Streamer, Twitch-Spot, Twitch-Streamer, sind wir auch connected noch, einfach nicht connected gewesen. So, jetzt da, guckst du und schon, so, jetzt neuer Versuch hier mit meinem Text da. Ja, und schon geht's auch, Wahnsinn. Okay, mein zweiter Stream heute mit dem Ankbot, sei mir verziehen. Ah. Oh, okay, war eigentlich connected, aber jetzt wieder. Alter. So. Da ich, wie es ausschaut, aber noch gerade alleine bin, nehme ich die Zeit schnell und nutze sie und mache mir mal noch einen kleinen Milchkaffee. Zwei Minuten zu spät und keiner da. Mensch, Milch brauche ich. Was ich noch gesagt habe letztes Mal. Wer Zeit hat, lasst euch bitte das nicht entgehen, sagte ich. Weil heute gibt es echt eine richtig leckere, tolle Kürbiscremesuppe. Nicht so irgendwie so eine ganz normale irgendwie. Nein, wir machen heute eine asiatische. Also mit Koriander, seht ihr ja in der Rezeptur, was wir alles reinzumachen. Und die soll auch oder darf auch ruhig eine gewisse Schärfe haben oder hat auch eine gewisse Schärfe, so muss ich sagen. Und als Kontrast zu der Schärfe dann eben wiederum die süßlichen Bällchen. Kennt ihr so in der asiatischen Küche, dass die ja süß-sauer arbeiten, Schärfe und Süße, süß-sauer und scharf.
Genau, und die Richtung soll unsere, ein Schluck zu wenig Milch, unsere Kürbissuppe auch gehen. Natürlich, wenn ihr sagt, generell die Familie isst nicht so scharf oder ihr mögt generell nicht so scharf, ja gut, dann lasst vielleicht die Chilischote heraus. Ja, dann, wobei jetzt die Chilischoten je nach der Größe und Schärfe der Chilischote misst, auch natürlich steuern kann, dann nimmt man nur eine halbe. Aber so eine gewisse Schärfe darf die, oder soll die Suppe schon haben. So, brauchen wir noch ein bisschen Wasser. So, das reicht jetzt. So, hatte heute bei uns für die Kinder Käsespätzle. Die waren super lecker. Hatte ich gestern, na, vorgestern von 100, wie viele Eier habe ich Spätzle gemacht? Von 100 Eiern und von 8 Kilo Mehl habe ich Spätzle gemacht. Heute gab es eben der Käsespätzle davon. Halt, stopp. Hier ist noch ein Ding rein, da. Sonst passiert mir öfters hier und vergesse eine Kapsel reinzumachen und wundere mich anschließend immer, warum der Kaffee so dünn ist. So, jetzt ein neuer Versuch. So, hier unser Hokkaido-Kürbis. Ja, der Hokkaido-Kürbis hat den Vorteil zum Beispiel zu. Jetzt warte ich kurz, bis der Kaffee durch ist, dann muss ich nicht so schreien. Geht mein Ton? Ja, Ton geht. So, sobald der Kaffee durch ist, wie gesagt, dann quatsche ich weiter. Na, warte ich noch. Sonny, hallo, schön, dass du reinschaust. Mach mir gerade noch schnell einen kleinen Haferl-Mulch-Kaffee. Haferl-Mulch-Kaffee machen wir noch. Haferl-Mulch-Kaffee. Und ich trinke immer ohne Zucker. Ich trinke Kaffee schon länger ohne Zucker. Und dafür mache ich mir immer ein kleines bisschen Kakao rein. Müsst ihr mal probieren. Ich finde, dass das recht gut schmeckt. Ein bisschen halt, ja. Könnt ihr natürlich gerne mehr reinmachen. Mit meinem Mikro stimmt was nicht. Habt ihr keinen Ton oder was? Eigentlich schlägt es bei mir alles gut aus. Weiß nicht. Dachte ich auch, dass ich es gut platziert hätte. Vielleicht war das noch von der Kaffeemaschine oder brummt es immer noch? Weil eben habe ich noch nebenher Kaffee gemacht und die Maschine, die macht einen Wahnsinnslärm. Mach mal auf, ich zeig's nochmal. Das ist der Lärm von der Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht gehört hast. Okay, machen wir mal so weiter und wäre nett von dir, wenn du einfach nochmal Info gibst, ob das Brummen weiterhin besteht. Wobei ich es mir, wie gesagt, momentan jetzt nicht erklären könnte, woher das Brummen kommen könnte.
Außer eben, wie gesagt, die Kaffeemaschine. Gerade eben noch, wo ich es zum letzten Mal nochmal hier ein bisschen Wasser drauf lassen, sprich Kaffee drauf lassen habe. So. Wie gesagt, Hokkaido-Kürbis haben wir hier. Deswegen Hokkaido-Kürbissuppe. Ja, genau, prima, freut mich. Deswegen ist das hier ein Hokkaido-Kürbis. Unterschied generell zu anderen Kürbissen, Butterkürbisse oder was es halt gibt, Muskatkürbis und sonst was. Hier kann man die Schale mitessen. Bei den anderen Kürbissen empfiehlt sich auf jeden Fall, die Kürbisse zu schälen. Hat den Vorteil noch, dass wir eine intensivere Farbe bekommen. Und ihr wisst ja auch, wie es bei vielen Obst und sowas ist, dass halt auch viele Nährstoffe, Vitamine eben auch in der Schale ist. Das ist der Vorteil vom Hokkaido-Kürbis. So, was machen wir zuerst? Waschen, weil wir es ja die Schale mitessen. Am besten, wenn ihr eine kleine Bürste habt, den ganz leicht ein bisschen abbürsteln. Da könnt ihr ja auch eure Pfannenbürste nehmen, so wo ihr eure Pfanne ausbürstet oder sowas. Kann man da wunderbar dafür nehmen, schön abbürsteln. So, passt schon. So, dann wenn ihr irgendwas seht hier, also was wir dann auf jeden Fall wegschneiden, ist hier dieser kleine Strunk da. So, dann haben wir hier so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was es ist, kann ich euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall haben die immer so, wie man es auch bei den Wassermelonen kennt, so stellen die ein bisschen, nicht zu schön sind, nennen wir es einfach mal. Die schneide ich auch mal weg. Was halt generell auch beim Ding auch noch ein bisschen sich unterscheidet, der Hokkaido-Kürbis zu anderen Kürbisse, er ist extrem hart, der Hokkaido-Kürbis. Ja. Das ist vor allem, gibt es bei uns in der Schule, mache ich das ab und zu, Hokkaido-Kürbissuppe für die Kinder. Könnt ihr euch vorstellen, 300 Kinder, wie viel Kürbisse man da macht. Und wenn ich das dann meistens geschnitten habe, oh, da merke ich richtig, wie mir ein, zwei Tage das Handgelenk wehtut, weil es dann wirklich so schwer ist, den Kürbis klein zu schneiden. So, da haben wir noch ein bisschen was. So, da haben wir auch noch was, das können wir nachher wegschneiden. Geht gerade, ja, boah, komme ich hin so. Sonst hätte ich ihn halbiert und dann weggeschnitten. Wie gesagt, zuerst gut waschen und dann alles wegschneiden, was so schön, nicht schön ist, weil wir eben beim Hokkaido-Kürbis kann man die Schale mitessen und das machen wir auch. Deswegen Sachen wie, so, wenn es irgendwie so vernarbt ist, wobei das jetzt nichts Schlechtes wäre, ich schneide es einfach weg. So, halbieren das Ganze. So, da sind wir wieder bei dem Thema. Welche Messer, warum große Messer? Wenzel, hallo, schön, dass du reinschaust. Genau, da sind wir bei dem Thema, welche Messer, warum große Messer, warum Messer mit einem schlanken Rücken. Genau, das ist gerade jetzt für solche Sachen, ihr seht, da geht rein, geht ziemlich schwer. Wenn jetzt euer Messer zu klein ist, habt ihr ein Problem, es zu halbieren. Und wenn euer Messer vom Rücken her zu dick ist, dann ist das wie eine Axt, dann verkeilt sich das in eurem Kürbis, in eurem Weißkraut oder sonst was und das ist ganz mühsam zum Halbieren. Also drum, große Messer mit einem schlanken Rücken, dann geht es verhältnismäßig einfacher, auch das zu halbieren, ja. Also das würde mit so einem dicken, fetten Messer mit so einem dicken Rücken nicht ganz so einfach gehen. Aber das habe ich ja schon mal gemacht in unserem Equip-Stream. Ja. Wenn es interessiert, wie gesagt, es gibt einen Stream, da haben wir nur, wurde von unseren Zuschauern gewünscht, ich sollte mal einen Stream machen, wo ich nur erkläre, was so der Hobbykoch als Equip haben könnte, haben sollte. Da haben wir mal alles so angequatscht über... Ganz ausführlich haben wir über Messer gesprochen, was man eben beim Messer kaufen beachten sollte, was für Messer überhaupt wichtig sind, was man haben sollte. Oft ist ja so, bei den Hobbyköchen, die haben dann 6, 7, 8 Messer, was eigentlich wirklich nicht notwendig ist. Mit 3 bis 4 Messer kann man wirklich alles abdecken. Dafür sage ich lieber, denn weniger Messer, aber das dann einfach aber Messer, mit dem man wirklich gut arbeiten kann. Von der Größe her, vom Griff her, ja, also, wie gesagt, geht mal auf meinen YouTube-Kanal, findet ihr bestimmt, wen es interessiert, diesen Stream über das Equip, wo wir auch dann besprochen haben,
Was für Pfannen sich eignen, was okay ist, Teflon ja, nein, wo wir besprochen haben, welche Werkzeuge, also sprich jetzt ein Küchenmixer, was bei so einem Küchenmixer beim Kauf ein bisschen zu beachten ist, dass eben der Stiel am besten aus Metall ist, wenn es geht, dass er auf zwei Stufen arbeitet, dass man, wenn man wenig Flüssigkeit zu pürieren hat oder zu mixen und es nicht nur auf Highspeed geht, dass alles verspritzt. Also solche Sachen haben wir alles in diesem Equip-Stream besprochen. So, jetzt wollte ich einen Suppenlöffel, weil jetzt machen wir das Kerngehäuse raus. Und ich werde mich diesen Stream immer wiederholen, Leute, die eben nur kurz reinschauen. Am Sonntag, 18 Uhr, haben wir unseren Giveaway-Stream für 250 Follower. Die haben wir jetzt zwar schon zeitlang erreicht, aber ich wollte es auch langfristig ankündigen, wenn wir das machen, dass halt auch viele Leute das mitbekommen und dann auch auf der Welt da sind. So. Einfach beim Rausmachen, alles das, was so ein bisschen weich ist, machen wir raus. Was wird es geben beim Giveaway-Stream, die es noch nicht wissen? Es wird selbstgemachte Sachen, selbst ausgearbeitete Rezepte, die ich so seit vielen Jahren immer wieder oder bei mir in der Küche zum Einsatz kommen, ist eine Fleisch-Universal-Fleischmischung, eine Universal-Gemüse, Nudeln, Kartoffel, so eine Würzmischung, Reis, solche Sachen, hellen Soßen. Dann Honig von meinem Bruder, der stellt Bio-Honig her und noch eine Salatsoße, so eine French-Dressing, so eine Art Kräuterdressing. Diese Sachen, die verschenke ich und jeder Gewinner kann sich dann aus diesen Sachen auch das noch aussuchen, was er gerne hätte und das ich dann euch zuschicke. Oder ihr sagt, ihr wohnt hier in der Nachbargemeinde, kommt mal gern vorbei und holt euch das ab. Wobei ihr das auch, aber auch der jetzt irgendwas ganz Spezielles haben möchte und leider nicht unter den glücklichen Gewinnern dann ist, sich das über, also auch käuflich erwerben kann in dem Stream über ein Abo oder über ein Donate. Also wie gesagt, denkt dran, wenn ihr Zeit habt, wird es mich wahnsinnig freuen, wenn wir da richtig schöne große Clique werden und da so eine kleine Party dann machen. So, jetzt einfach kleinschneiden. Am besten so Walnussgröße, ja, da geht es jetzt wieder darum, wir rösten den Kürbis ein bisschen im Topf und die beste Größe, um irgendwas zu rösten, ist so alles so Walnussgröße, ja. So lernt man es auch in der Kochlehre, wenn es darum geht, Gemüse zu schneiden für Bratensoßen. Man redet immer oder man spricht immer von Walnussgröße, ja. Das wäre anscheinend von der Größe her die optimale Proportion, um dann auch die meisten Röststoffe zu erzielen. Da das von der Oberfläche her dann einfach sich ja, am besten zum Rösten eignet. So erklärt sich das irgendwie. Oder so kann man das irgendwie verstehen. Ja. Einmal, wenn man es zu klein ist, ist halt die Gefahr, dass dann das Produkt sehr schnell weich kocht und vermust. Ja. Dann hat man natürlich schwer, irgendwas Röstaromen zu erzeugen, wenn man irgendwas vermust. Ist es zu groß, ja, dann hat man wieder zu wenig Oberfläche, wenn was. Ist ja klar, also zwei so kleine Würfel, die haben natürlich mehr Oberfläche wie ein großer Würfel, ja, weil die Innenseite zum Beispiel eben schon als Oberfläche wegfällt. Also so muss man verstehen, warum eigentlich das eine gewisse Größe haben sollte. Ja. Also wenn man jetzt da ein bisschen dran vorbei ist, ist es kein Thema. Nur, dass man das mal, oder dass ich das mal erwähnt habe, warum schneidet man das in, oder versucht das in die Größe zu schneiden. Generell ist Hauptgrund eben, man will was rösten, um Röstaromen zu erzeugen. Röstaromen natürlich auch gleich wieder als, wie soll ich sagen, je mehr Röstaromen wir bekommen, desto mehr Geschmack haben wir an dem Produkt. Ja. Und auch jede Cremesuppe oder so, also ich sage jetzt mal, die nicht so erfahrenen Köche, wie kochen die ihre Cremesuppen? Topf Wasser hin. Dann, jetzt sage ich mal, es geht um eine Brokkoli-Cremesuppe. Topf Wasser hin, Handvoll Brokkoli rein, das weich kochen, Pürierstab rein, weich pürieren, Brokkoli-Cremesuppe fertig. Huck, hallo! Schön, dass du vorbeischaust, freut mich.
Also so wird in vielen Haushalten Cremesuppen gekocht, also komplett falsch, ja. Man kann man natürlich schon so machen, ist es klar, wenn es jemand auch nicht anders weiß. Aber wie gesagt, Cremesuppen, im Prinzip läuft es so ähnlich, wie wir das jetzt mit der Kürbissuppe eben machen. Wir schneiden so ein bisschen klein, es wird schön geröstet, dann rösten wir noch ein bisschen Zwiebel mit, rösten dann auch noch ein bisschen Knoblauch mit. Und dann kommt erst die Flüssigkeit, in unserem Fall ja kein Wasser, sondern ein bisschen Wasser machen wir auch hin. Aber wir machen ja eine asiatische Hokkaido-Kokos. Habe ich Hokkos geschrieben? Muss ich gerade nochmal schauen. Hokkaido-Kürbis. Ah, das haben wir vergessen, gar nicht geschrieben. Normaler müsste heißen asiatische Hokkaido-Kokos-Kürbis-Creme. Oh Mann. Ach Mann. Hok. So, also hätte man ja schreiben, asiatische Hokkaido-Kokos-Kürbis-Creme-Suppe, so, oder Kürbis-Kokos, so hätte man schreiben müssen. Dann soll ich das mal noch abändern, schaue ich mal, ob ich das auf einmal so hinkriege. Zack, Menü, mein Textfeld, da ist es. Asiatische Hokkaido-Kürbis-Kokos-Suppe, Kürbis, all klein. Spiegelt sich noch, bin ich jetzt richtig im Cursor? Ich glaube da, Kürbis. Kürbis, Kokossuppe, glaube ich, so passt es. Kürbis, Kokossuppe. Ja, genau, so ist es. Okay. Ein Sturm, ja, ich habe irgendwas gelesen, ja, da gab es, glaube ich, auch einige Tote sogar bei dem Sturm. Beziehungsweise habe ich es nicht gelesen, sondern die Arbeitskollegin hat es mir heute erzählt, ja. So, dann holen wir mal einen Topf. Der wäre zwar groß genug, aber ich möchte noch einen größeren. Warum? So habe ich mir Boden, sprich 7 Tote, ja genau. Wahnsinn, ja. Unglaublich, aber das kann man gar nicht vorstellen, dass wir hier bei uns hier in Deutschland einen Sturm haben. Ja, dass die von was weiß ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht gelesen, nur kurz erzählt, von umstürzenden Bäumen oder Dachziegeln oder sonst was durch die Gegend fliegt, erschlagen werden, oder? Unglaublich. Genau, warum ein Topf mit mehr Fläche, mehr Boden? Ja, dann haben wir auch mehr Fläche zum Rösten, sprich wieder Röstaromen, Geschmack. Deswegen nehmt einen Topf, der eine große Bodenfläche hat. Wenn ihr jetzt da gar nichts habt, dann macht es halt, aber trotzdem das auch nachkochen wollt, sagt, ihr habt jetzt leider nur einen hohen, schlanken Topf, dann macht das auf zweimal, das anzurösten. Ja? Erst die angeröstet ist, raus am Topf, irgendwo eine Schüssel schütten und dann die zweite Runde rein. Ja? Das ist wirklich. Das mit dem Rösten, das ist das, was ganz, ganz viele Leute wirklich unterschätzen, aber elementar wichtig ist, um wirklich das optimale Ergebnis zu erzielen. So, genau, jetzt auch, wenn euer Messer zu klein ist, dann könnt ihr das, was ich hier so mache, dass ich praktisch... Okay, hallo, danke für dein Host. Dann könntet ihr gar nicht so praktisch... Wie gesagt, ich schneide es nicht, sondern ich trenne die oder zerkleine es nur durchs Drücken. Und wenn jetzt euer Messer zu klein ist, könnt ihr das gar nicht machen. Darum ist einfach eine gewisse Größe am Messer ist wahnsinnig wichtig. Und wenn man das ein paar Mal damit gearbeitet hat, dann verliert man auch vielleicht die Angst vor großen Messern. Weil es gibt ja viele, oh ja, das ist mir viel zu gefährlich, viel zu groß. Also gerade jetzt, wenn er sowas macht wie ich jetzt hier, das geht zwar schon wieder, aber vorher und habt ein kleines Messer, das verkantet sich. Da ist die Gefahr noch viel, viel größer, dass man mit dem Messer abrutscht, weil ein großes Messer hat einen großen Griff und diesbezüglich kann ich es natürlich auch viel besser in der Hand halten. Oh Gott! Urlaub, Wenzel. Ja, sehr schön. Freut mich für dich. Genau, Emmeltochter hat die erste Dinge erwähnt. Da könnt ihr mal hier auf meinen Facebook klicken, wer es noch nicht gesehen hat.
haben wir ein paar Bilder hochgeladen von dem Event. So. Also. Ja, Hub geht leider noch nicht durch. Ich war ein bisschen im Stress. Hier, den Bot muss ich erst noch aktualisieren ein bisschen. Ja. Ich sag's dir nochmal, Hook, oder ich habe gerade Richtung Flughafen. Ach, Wenzel, Mann, hey, schade. Hook, die E-Mail-Adresse wäre kochenmitditti1961@gmx.de. Lass es mal tippen, oder sonst wasche ich mir schnell die Hände. Also ich stelle mal den Topf schon Herd, mache hier gleich Vollgas drauf. Halt mal nachher gleich um zum Herd. Kochen mit Didi. Ja, super, Hook, vielen Dank. Ja. Also das wäre eine E-Mail-Adresse, wenn jemand Rezepte möchte von dem, was wir heute machen, was wir hier die letzten Wochen gemacht haben, sprich für allen Streams, die ihr findet. Die meisten sind mittlerweile nur noch auf YouTube. Den Kanal, YouTube-Kanal findet ihr auch hier, nur ein bisschen runterscrollen. Wäre super cool, wenn man einen YouTube-Kanal auch abonniert. Findet ihr alle Rezepte, auch wie gerade eben schon angesprochen, diesen Equip-Stream. Alles auf YouTube. Beziehungsweise muss ich das von Freitag noch hochladen, weil am Freitag wollte ich es machen. Da hat er mir ständig eine Fehlermeldung gebracht, dass ich das Video nicht hochladen kann auf YouTube. Ja genau, Wenzel. Das ist doch eine Idee. Die haben WLAN. Kann ich dir sagen, weil ich letztes Jahr bin ich auf die Gamescom gefahren, da hatte ich auch, hat man auch WLAN gehabt im Zug. So, also dann brauchen wir ein bisschen Öl im Topf. So, lassen den ganz kleines bisschen heiß werden, bevor wir unseren Kürbis reinschmeißen. So. Ich hoffe, jetzt hockt entweder heute Abend noch oder morgen, wenn ich jetzt nochmal mich mit dem Ding auseinandersetzen, mit dem mit unserem Ankbot und so gewisse Einstellungen noch machen und dass man das dann am Sonntag ja dann so weit läuft, alles Wichtigste, was laufen kann und soll und muss. So, wir stellen mal in der Zwischenzeit in unsere Zwiebeln. In der Zeit, wo der Topf noch heiß wird. Genau, Wenzel. Wo geht's denn hin, wenn man fragen darf, Wenzel? So, die Zwiebel auch annähernd in die Größe schneiden wie unseren Kürbis. Schneide immer gern, wenn ich eine Suppe wie die hier nachher püriere, schneide ich auf jeden Fall immer die Wurzel von der Zwiebel raus. Also erstmal der Länge nach halbiert, dann zweimal nochmal durchgeschnitten und nochmal zweimal, so, dann passt es schon. Ach, ist die wieder scharf, Leute. So, Messer möchte ich gleich. Nach Kuba! Ja, spinnt der Peppe. Ja, Wahnsinn. Super cool. Ich hatte mein Freund ist ein bisschen übertrieben, einen guten Bekannten vom Golfspielen, der war dieses Jahr auf Kuba. Ja. Sagt er, ja, es war, wie soll ich sagen, vom Dienstleistung her war es ein bisschen oder ein gutes Stück noch verbesserungswürdig, aber als solches war Kuba ein Traum, sagt er, war super, super schön. Also. Okay, die musste mir wirklich die Mühe machen, das nachzukochen, das ist also wirklich, also. Ich glaube, das ist so einer meiner erfolgreichsten Suppen, sage ich, die ich im Restaurant immer angeboten habe, die ich gekocht habe. Das ist wirklich ganz, ganz so. Vor allem dieses Asiatische mit Koriander, das sehen wir jetzt gleich. Also das ist wirklich richtig was Klasse, richtig was Tolles. So, ich glaube, unser Topf ist heiß genug. Meißen hier den Kürbis rein. Wie mache ich am besten? Ich könnte es natürlich auch so machen. Schiebt es auf die Kante. Hol meinen Topf.
Hoppala. Und wieder ein Herd. Schalten wir mal gleich um zum Herd. Suchen wir nur noch irgendwas zum Kratzen, zum Rösten schön. Also bei mir, ich sehe eine 1, ja. Eins steht da, genau, das stimmt, Huck, muss man auch gleich ausbessern. Ja, ein Liter soll das, aber steht echt eine 1, also ich kann auch nur eine 1 lesen. Rezeptfeld, machen wir nochmal auf kurz. 1, ja, genau, soll ein Liter heißen, ja, und stehen tut ja auch ein Liter. Ein Liter, so glaube ich, ja. Also bis dato hatte ich kein L. Jetzt auf meinem Fenster, auf meinem Desktop hatte ich kein L. Jetzt habe ich ein L gemacht. Gut, das L sollte vielleicht noch groß sein. Ja, machen wir nochmal. Hier. L, L, L da oben. Ja, irgendwie hat sich da an dieser Einstellung irgendwas, das L sieht komisch aus. Ja, stimmt. Guck, jetzt machen wir mal so nochmal. So, jetzt da. Ich glaube, so ist es jetzt deutlich besser. Was mache ich denn? Ein Liter Hokkaido-Kürbis, ich bin ja total Bluner. Oh Mann. Sorry Leute, ich habe etwas verpeilt. Absolut, jetzt sehe ich es ja. Und mein Mic spinnt schon wieder. Keine Ahnung, was mit meinem Mic los ist. Vielleicht sollte ich es mal umdrehen, dass es nach oben, sage ich es mal daher, dass es noch näher dort ist, vielleicht dann wieder besser. Jetzt schreibe ich 1 Liter Kürbis, Hokkaido Kürbis, ja genau. Alter, da wollte ich auch nicht hin, falsche Taste nochmal. So, jetzt habe ich es weggemacht, jetzt so. Und hier unten 1 Liter. So, jetzt ein großes L. Ah, jetzt müsste es wieder passen. 1 Liter, jetzt da. Mein Mic spinnt schon wieder, das hat man vorhin am Anfang schon mal, dass Sonny meinte, ich hätte so ein Brummen auf dem Mikro. Aber es ist jetzt nicht das, hier, dieses Brutzelgeräusch, was du hörst, Wenzel. So, ich schalte jetzt um zum Herd, weil mittlerweile brutzelt unser Kürbis schon im Topf. Ich schaue gerade, welche Taste ich drücken muss. Ich glaube, F10 habe ich eine Herdkamera. Genau. So. Also nicht, dass du dieses Geräusch meinst, wo du mal jetzt hört. Das ist nicht das Mic, sondern hier eben unser Kürbis, der bereits da eben das Rösten anfängt. Was? I love? Jupp. Yeah. Emeltochter, was hast du schon getrunken? Also wie gesagt, es brutzelt schon deutlich. Ja. Also ich hänge mal mein Mikro kurz rein. Aber das ist, wie gesagt, dieses Röstgeräusch. So, dann machen wir dann Zwiebeln gleich dazu. Ein I oder L, oh Mann, oh Mann. Chili schreibt man nur mit einem L. Schau mal. Wir haben ja nicht nur Kochunterricht, sondern wir haben auch noch Deutschunterricht heute. Alles in einem Stream, du. Danke, Huck. Also, haben wir das Textfeld, wo ist das Textfeld? Textfeld 1 habe ich hier abgelegt. Chili, wo bist du? Zicke, zacke. Halt, erstmal einen Cursor setzen. Chili Schote, da unten ist es. Chili. Das ist Flora jetzt da. L raus, jawohl, so passt es. Ja, man kann nicht alles kochen. Deutsch schreiben und kochen, also Leute, oder? Hallo, was ist jetzt wichtiger? Ich finde wichtiger, dass man ordentlich kochen kann, weil ihr habt ja alle Chili gelesen, ha? Ihr wisst, was ich meine. Aber was ist schlimmer, ich schreibe Chili richtig und weiß aber nicht dafür, wie man die Kokossuppe kocht.
Chillschote, genau. So, in der Zwischenzeit Zwiebeln habe ich dazugegeben. Schalte wieder kurz zurück. Dann schälen wir unseren Knoblauch schon. Oh. Das ist eine Zehe, glaube ich, nicht, oder? So, ihr wisst ja, einmal kurz draufdrücken, bis es leicht knackst. Dann lässt sich das leichter schälen. Ich bin nur ein kleines Messer. Ich muss immer wieder zwischenzeitlich in meinem Topf das Ganze ein bisschen bewegen. Kommt immer darauf an, wie oft ihr bewegen müsst, wie heiß euer Topf wird, was euer Herd hergibt. Natürlich, ständig bewegen soll es auch nicht, weil wenn ihr das ständig bewegt, dann entstehen keine Röstaromen. Also immer so kurz warten, ein bisschen rühren, kurz warten, ein bisschen rühren. Wenn ihr merkt, dass es unten zu dunkel wird, aber ihr sagt, jetzt habe ich erst gerade angefangen mit Rösten, ein paar Tropfen Wasser rein und da damit unten dieses dunkle, also schwarz soll es nicht sein, das dunkle, diese Röstaromen lösen und dann können wir wieder ein bisschen weiter rösten. Was ist jetzt ein Ich noch, ein I noch oder was? Chill, ah, da habe ich das I raus. Chillschote, ja, jetzt sehe ich sie. Ah, jetzt Jupp Reinkes, offiziell neuer alter Trainer, wenn wir, juhu, ich habe sogar ein Stück Schal gestrickt. Genau. Genau, Frauenschal gestrickt. Ich weiß nicht, wer das überhaupt weiß. Ich weiß nicht, wer aufgerufen hat. Auf jeden Fall ging es darum, sie wollten einen FC Bayern-Schal, den sie ums Stadion rumlegten. Und da hat die Frau auch ein Stück gestrickt. Das wurde dann zum FC Bayern geschickt. Die haben das da mit einigen freiwilligen Näherinnen dann zusammen zu einem großen Schal gestrickt. Und ob er dann da hingekommen ist und im Stadion rumgelegt worden ist, das weiß ich aber leider nicht. So, die Chillschote wollte ich noch ändern. Mann, oh Mann, oh Mann. Fällt wieder ein I. So, erstmal hier. Chill-I. Ich glaube, hier gehört das I hin. I. Ja, so jetzt dann. Wow, schau mal, Huckis, Multitasking, Multikulti, alles kann sie. Kochen, backen, wunderbare, ich habe es leider noch nicht probieren können, Muffins. Eine Allianz, ach so, haben die das schon, ja, weiß ich auch nicht, dass die den Schal in der Allianz Arena ausgestellt haben. So. Ganz kurz wollen wir in meinem Kürbis rühren. Knoblauch immer zum Schluss, wenn man was röstet, da der Knoblauch schnell verbrennt wie alles andere, sprich wie die Zwiebeln und unser Kürbis. Deswegen machen wir einen Knoblauch erst kurz zum Schluss hin, den wir dann aber auch noch ein bisschen mitrösten. Boah, das ist ein Riesentrum. Sollte man das Fenster kippen? Fängt schon an, hier langsam warm zu werden in der Küche. So, mal kurz mein Fenster kippen. Voilà. So, wir schalten dann zum Herd wieder rum. Welche Taste? Spiegelt hier alles so, ich sehe die Tasten nicht gescheit. Halt, ich wollte ein Großbild, ich wollte umschalten. So, jetzt da. Genau. Also, ich weiß nicht, ich versuche es euch mal zu zeigen. Wahrscheinlich dampft es zu stark. Ja, das seht ihr. Das darf immer auch so am Boden so ein bisschen braun sein, dunkelbraun. Ja, das sind eben die Röstaromen, die wir dann aber immer wieder versuchen zu lösen. Weil das wird sonst irgendwann schwarz. Ja. Einfach einen Kochlöffel, wenn ihr habt, der gerade ist, oder Metallkelle, je nachdem, was ihr halt habt. Immer wieder versuchen, das, was dann am Boden so ansetzt, das zu lösen. Wenn es gar nicht mal weggeht, irgendwie ein Spritzer Wasser mit dazu und dann löst sie das. Auf jeden Fall nicht zu viel Feuchtigkeit, nicht, dass unser Kürbis in dem Fall dann durch die zu viel Flüssigkeit gleich weich wird. Und dann können wir ihn nämlich mehr rösten, weil dann ist es eigentlich nur so pumpy Mousse. Das wollen wir eben nicht haben. Das wird jetzt auch als Rezept ist das von der Mengenangabe für Kürbissuppe zum Sattessen. Also
als Hauptgang gesehen, da brauchen wir jetzt nichts noch dazu. Weil so, wenn man sagt, eine Suppe als Vorspeise, dann reicht eigentlich 2,5 Dezi, 3 Dezi ist dann schon eine schöne Portion. Das hier wird also deutlich mehr. Also ist jetzt eher so als Hauptessen gedacht, wenn ihr das jetzt nachkochen wollt, von der Menge her. Also wie gesagt, eine Suppe als Vorspeise rechnet man 2,5 Dezi, 2 Dezi, also bis maximal 3 Dezi mehr. Suppe serviert man eigentlich nicht, wenn die Suppe als Vorspeise serviert werden möchte. Oder man diese servieren möchte als Vorspeise, so ist das auf Deutsch, glaube ich. Dann schneide ich nochmal hier den Knoblauch so auch bloß ganz grob, gröbere Stücke. So. Dann habe ich hier noch Zitronengras, die schneide ich auch ein bisschen klein. An Dezi, also Augenblick, ich schalte mal um, dann kläre ich das ganz kurz. Aber schön, dass Sonny fragt, ja, weil vielleicht viele das Problem haben, was ein Dezi ist. Also es gibt Milliliter, klar, das weiß wahrscheinlich jeder. 100 Milliliter ist ein Liter und 10 Milliliter ist ein Deziliter. DL-Liter, ja. Also und 10 Deziliter ist wiederum dann auch ein Liter. Dezi. Weiß nicht, kennt man, ich weiß gar nicht, gibt es das gar nicht, diese Maßeinheit? Also ich kenne diese Maßeinheit. Vielleicht gibt es sie auch jetzt nur in Bayern, keine Ahnung. Milliliter. Oh, postet gerade nochmal ein Zehntel. Ja, genau, also Dezi ist ein Zehntel, weil 10 Dezi ist ein Liter. So, jetzt noch mal eine Suppe gerade. Also wie gesagt, dann besser. 250 Milliliter, 250 bis 3 oder 200 bis maximal 300. Genau, so kann man es auch sagen, genau, ja. Also 10 ist ein Dezi. Zur Suppe serviert man 200 Minimum bis Maximum 300 Milliliter. Das ist eine Suppe als Vorspeise, mehr sollte man nicht geben, weil sonst ist es von der Menge einfach viel zu viel, wenn man noch einen Hauptgang oder vielleicht eventuell ein Ding serviert. Das sehe ich auch noch. So, Knoblauch geht rein. So, jetzt brauche ich eben ein bisschen Wasser schon. Also jetzt wird es ein bisschen dunkel. Einfach rein kurz und gleich mit dem Wasser, mit dem Kartoffelschaber oder mit dem Kartoffelschaber, ja genau, mit dem Kochlöffel einfach das unten dann lösen und schon können wir wieder weiter rösten. Dann ist die Gefahr schon mal wieder hinüber, dass uns das, was bereits jetzt am Boden angelegt hat, zuerst wird es hellbraun, dunkelbraun, schwarz. Also ein Schwarz wollen wir nicht, es stehen Bitterstoffe. So, hier haben wir Zitronengras, kriegt dann jeder mal Asienmarkt zu kaufen, gar kein Ding, kostet jetzt auch, glaube ich, so ein kleiner bunter Pfennigbeträge, also wirklich, gibt aber, finde ich, einfach ein schönes Aroma. Wir schneiden jetzt einfach, oh, riecht einfach toll. So, wir schneiden einfach grob zusammen. So, und das einfach auch mit rein, kann man auch noch ein bisschen mitrösten. Wie gesagt, da haben wir Knoblauch schon drin, jetzt geht es eh nicht mehr lang. Schießt hier die ganze Küche da. So, ach, Ingwer habe ich auch noch liegen, hätte ich ja fast vergessen. Ein bisschen Ingwer brauchen wir noch. So, jetzt mache ich mal einen ganzen Topf kurz vom Herd, dass ich jetzt in der Zeit schnell noch den Ingwer schneiden kann. Ich weiß nicht, Ingwer, mittlerweile gibt es, glaube ich, auch fast überall zu kaufen im Einzelhandel. Früher war das noch ein bisschen exotischer. Mittlerweile, so, wer kennt nicht Ingwer, so schaut, das ist eine Wurzel. Gibt es noch größer, verzweigter. Ja, wenn ihr Ingwer kauft, schaut zu, dass einfach die Schale außen, wie soll ich sagen, nicht so verrunzelt ist. Das ist einfach ein Zeichen dann auch für die Frische des Ingwers, weil oft, oder was heißt, man bekommt natürlich einen Ingwer, der ist total vertrocknet. Ja, da sollte man so ein bisschen schauen, dass man eben solche Stücke dann lieber nicht nimmt. So, wir schälen ihn ganz leicht mit dem Messer, können ihn dann nochmal halbieren und dann schälen.
Da müsst ihr mal riechen dran. Ja. Also ich finde das auch ein Gewürz, das wirklich an jedes irgendwie asiatische Gericht ein bisschen was hingehört. Das ist für mich so einfach der Inbegriff des Gewürz, wenn ich asiatisch koche, immer ein bisschen Ingwer mit hin. Gibt es natürlich auch diverse Gerichte hier bei uns in der Küche, so, wo man sagt, dann ein bisschen Ingwer mitkochen. Kommt ganz gut. So, den schneide ich auch ein bisschen klein. Die Suppe wird anschließend, wenn der Kürbis weich gekocht ist, wird mit dem Pürierstab püriert, oder so mache ich es auf jeden Fall. Und dann schütte ich es auch zum Schluss noch durch ein Sieb durch. Und weil Ingwer in diesen Stücken Ingwer ziemlich hart ist und auch schwer dann zu pürieren ist, und deswegen schütte ich dann immer anschließend das gern durch ein Sieb. So, jetzt kann ich ja mit der Temperatur ein bisschen runterfahren hier. Aber 1000 Milliliter, 10 Milliliter, 100 Milliliter ist ein Liter, nicht 1000, ja? 1000 Milliliter ist dann wiederum schon 10 Liter, weil 100 Milliliter ist 1 Dezi und 10 Dezi ist 1 Liter. Dann sind 1000 Milliliter 10 Liter, oder? So. Was habe ich noch hier liegen, was rein sollte? Okay, Ingwer hat man, Knoblauch ist drin. Ja, hier, Kokosmilch. Ich schüttle immer gut, weil oft ist so, dass die Kokoswasser setzt sich oft ein bisschen ab und die Milch, die oben meistens so fett am Rand sitzt, darum schüttle ich das. Und dann ist es einfacher, nachher auch noch die Reste, wo drin sind, mit Wasser ein bisschen auszuspülen. So. Ich habe ja Schere da, sowas mache ich eigentlich immer jetzt aufschneiden gern mit einer Schere, weil ist ja Metall innen drin und Metall und Messer. Man versucht immer scharfe Messer zu haben und dann schneidet man sowas mit dem Messer auf. Also das sollte man eigentlich tunlichst vermeiden. Ich suche gerade mal kurz eine Schere, rühren derzeit noch mal kurz in meinem Kürbis. Eine Schere. Oder ihr habt halt irgendwie wirklich ein altes Messer, wo ihr sagt, naja, auf das Messer ist das jetzt wirklich. Egal, genauso wie das hier. Das ist jetzt, mit dem mache ich eigentlich so gut wie gar nie was. Ja. So. Den Müll. Jetzt schalten wir mal wieder um zum Herd. Milliliter ist gebräuchlich, ja. Ja, okay. Also wie gesagt, dann 200 Milliliter wäre das Minimum, was man geben sollte an Suppe so bei einem mehrgängigen Menü und maximal 300 Milliliter. Also alles andere wäre deutlich übertrieben, wenn man mehr gibt. Also wir hatten im Restaurant Tassen. Und ich glaube, da gingen rein bisschen mehr wie 200 Milliliter gingen in die Tassen rein, in die Suppentassen, die wir im Restaurant hatten. So. Und wieder unsere Röstaromen am Boden lösen. Jetzt schauen wir mal, ob wir es nur mit unserem Löffel hinkriegen, mit unserem Holzlöffel. Oder ob wieder ein bisschen Wasser zum Einsatz kommt. Aber so, wie lange man das rösten kann, hat ein bisschen damit zu tun, von der Struktur her, von der Suppe, was ihr macht. Also wenn ihr Gemüse habt, das von Haus aus ein bisschen weicher ist und auch schneller weich gart, dann ist da die Röstzeit kürzer. Weil wie gesagt, wenn das Gemüse sich anfängt aufzulösen, dann ist es also gar schwierig zu rösten. Aber generell macht ihr dann eigentlich so, fast jede Gemüse-Cremesuppe, die ihr vorhabt, ist praktisch identisch so. Mit der Suppe, nur von den Zutaten natürlich verändert sich das ein bisschen. Und so ist es in der Küche mit ganz vielen Sachen. Die Zubereitung ist eigentlich identisch, nur dann eben die Gewürze, die man verarbeitet oder hinmacht, entspricht dann dem Gericht, was man produziert. Ja. Aber
Cremesuppen zu machen. Vom Prinzip her läuft das alles so, ja. Und wie gesagt, die meisten, wenn man so erzählt, die sich jetzt mit dem Kochen nicht so auseinandersetzen, sage ich, machst du eine Cremesuppe? Ja, ich nehme heute einen Topf, schmeiße ein paar Karotten rein. Wenn ihr Karottencremesuppe macht, schmeißt vielleicht noch Knoblauch rein, ein Stück Ingwer. Und dann schmeiße ich noch ein bisschen Zwiebeln rein ins Wasser, lasse das weich kochen mit dem Pürierstab rein. Und dann vielleicht noch ein Spritzer Sahne rein, da ist meine Cremesuppe fertig. So ist oft, wenn man sich so mit Leuten unterhält. Also ich habe gerade einen netten Bekannten, mit dem ich also wirklich öfters die Woche Golf spiele. Lebt Single-Haushalt, mein Alter so ungefähr, ja, genauso kocht der Cremesuppe. Wasser hin, alles rein, Weichkochen, Pürierstab, Cremesuppe fertig. Okay, hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, mit der Zeit, die man investieren möchte, mit den Ansprüchen, wo man hat an das, was man kocht. Wenn er natürlich mit seiner Suppe glücklich ist und sonst was, dann ist es okay. Also man muss ja nicht sich... Wenn ich sage, ich bin den ganzen Tag in der Arbeit, lebe alleine, dann soll ich mich jetzt noch in die Küche stellen und da mordsmäßig kochen. Wenn er damit glücklich ist, dann ist es okay. Aber wenn man sagt, ja, also ich würde schon gern auch noch ein bisschen feiner essen, ja, dann feiner essen, dann geht es eben da damit schon los, dass ich es eben nicht nur ins Wasser schmeiße und weichgare, sondern wir machen das hier jetzt gar bald schon 10 Minuten, denke ich mal, nur das Rösten, ja. Aber jetzt haben wir es auch gleich dann, dass wir das aufgießen. So, ja, mit dem Koriander warte ich noch kurz. Mal das nochmal zusammen mal sehen. Wenn ich auch guck, die Kürbis-Orangensuppe koche ich ab und zu auch für unsere Kinder, für die, die es noch wissen. Ich bin Küchenleiter in der Schulversorgung, wo ich mit meinem Team zusammen täglich 330 Kinder versorge, freitags 130, da viele natürlich von den Betreuungen nachmittags eher aus haben. Und da gibt es auch, wenn wir Kürbissuppe machen, die es so ein-, zweimal im Jahr gibt, machen wir meistens, also entweder gibt es diese Kürbis-Kokossuppe oder die Kürbis-Orangensuppe. Und ich weiß nicht, wann das war, wir waren irgendwann mal bei der Schwägerin eingeladen oder sind wir ab und zu mal eingeladen. Die hat ja auch die gemacht und die, was hatten die drin gehabt? Ich glaube, ich gedünsteten Chicorée. Ich weiß nicht, vielleicht meine Frau da auf der anderen Seite, die im Wohnzimmer sitzt. Ich glaube, das war leicht angedünster Chicorée, die damit in der Suppe dann als Einlage drin war. Das hat eigentlich recht gut geschmeckt. Ja? Kannte ich bis dato nicht. Man muss auch dazu sagen, dass die Schwägerin, die hat auch in der Gastronomie, ich weiß nicht genau, jetzt glaube ich, sie hat Koch gelernt und dann im Service oder umgekehrt. Und die arbeitet jetzt hier im Nachbarort oder in der Nähe, nicht direkt Nachbarort. Ich glaube einmal in der Woche im Sternebetrieb und da hat sie das bestimmt aufgenommen. Also so, ich glaube, das passt jetzt, oder? Ah ja, ganz kurz noch. Also mir persönlich, muss ich sagen, schmeckt die Kürbissuppe mit Kokosmilch besser wie mit dem Orangensaft. Mir ist es mit dem Orangensaft dann ein bisschen zu viel Säure. So. Ja, so ist es jetzt gut. Also, jetzt machen wir hier unsere Kokosmilch hin. Dann spüle ich das gut aus, sage ich mal, bestimmt noch mal zur Hälfte, da wir ja auch dann Flüssigkeit verlieren durchs Garn jetzt, durchs Weichkochen, die ich jetzt einfach schon wieder dazugebe, indem dass ich jetzt hier meinen Tetrapack mit heißem Wasser, am besten dann löst sich das Kokosfett, was da so ein bisschen immer meistens noch am Rand klebt, gut auf und dann, wobei ich dann auch immer individuell, nachdem ich es püriert habe, also was ich persönlich nicht mag, Familie eigentlich auch nicht, ist, wenn die Cremesuppen so extrem dick sind, ja? Also dass man es, wie soll ich sagen, fast schon schneiden kann, also das mögen wir alle nicht und dementsprechend nach dem Pürieren noch einfach das so von der Flüssigkeit taktiere, dass die Suppe einfach von der Konsistenz her passt und nicht zu fest ist. Und das ist vorher immer ein bisschen schwer abzuschätzen. Also ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, weil ihr seht ja selber, es ist auch schwer, einen Kürbis zu kaufen. Sag ich brauche 800 Gramm Kürbis. Und dann einen Kürbis zu kaufen und 800 Gramm rauszuschneiden und den anderen wegzutun, finde ich jetzt auch dumm.
Und darum einfach das zum Schluss nach dem Pürieren nochmal nachschmecken, von der Flüssigkeit abschätzen. Entweder mache ich ein bisschen Wasser noch hin, wenn ich keine Kokosmilch mehr habe, oder ich mache ein bisschen Sahne hin. Das kann ich ganz individuell dann auch ein bisschen steuern. So, was ich hier wiederum vergessen habe, ich habe gar keinen Zucker geschrieben, weil immer, wir machen ja ein bisschen pikant und als Kontrast zur Schärfe brauchen wir immer ein bisschen Zucker dann. So, das schreibe ich, Opa, schreibe ich das noch hin hier. Ja, irgendwann ist das Rezept schon vollständig. Schau mal. So, jetzt hoch. So, jetzt geht es weiter mit unseren Zutaten. Schalt mal um. Oh Mann, auf Anhieb den richtigen Knopf gefunden. Ich habe hier Koriander. Ja. Da brauchen wir jetzt gar nicht viel machen. Außer, ich schaue jetzt erstmal so grob durch, ob irgendwie vergammelte Blätter dabei sind, die ich dann, oder Schmutz eben gröber, grober Schmutz dabei ist, den ich jetzt so schon mal entferne. Dann wasche ich ihn durch und schmeiße ihn gerade dann so, wie er ist, komplett mit den Stielen. Gar kein Thema. Genau das gleiche gilt auch für Petersilie. Wenn er Petersilie irgendwie in der Suppe verkocht, da müsst ihr jetzt nicht die Blätter mühsam wegzupfen und die Stiele wegschmeißen. Es gibt ein tolles Aroma, kann die problemlos also auch mitessen. In dem Fall, wenn wir es ja pürieren, sowieso nicht mehr als Stieles, als solches zu erkennen sind. Das nehme ich jetzt so in die Hand und wasche unter fließendem Wasser einfach ein bisschen durch. Also nochmal, für die, die jetzt vielleicht dann leider gleich weg müssen und es noch nicht wissen, diesen Sonntag, 18 Uhr, haben wir unser Giveaway-Stream. Sprich, wir werden also ein paar nette Sachen verschenken, auch mehrere. Wie viel es werden, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Zuschauer da sind. Ich sage jetzt mal, vielleicht auf 10 Zuschauer machen wir 2 Giveaways. Also wenn wir 50 Leute zuschauen, werden wir 10 Giveaways machen. Das wird jedes Mal auf jeden Fall alles Sachen sein, wie gesagt, die ich selber herstelle. Bis auf den Honig. Da haben wir Bio-Honig, den der Bruder herstellt. Diese Sachen werden wir als Giveaway verschenken. Der gewinnt, sich das immer aussuchen kann, was er eben gerne haben möchte. Ob es der Honig ist, ob es die Salatsauce sein soll oder eins von unseren Gewürzmischungen. Wobei wir das auch morgen dann, also am Sonntag auch über Donate oder über ein Abo auch die Sachen oder ich dann, nicht wir, ich dann verkaufen werde. Jetzt fällt mal immer hier aus unserem Restmülldepot das Kunststoffschüttel. Mama schleicht hier rum. So. Du hast schlimmer als Heimweh. Achtung, ja. Die Kamera ist an. Oh, nein, das siehst du. Schau, wie die Frau rumschleicht. Die. Ja, kein Millimeter, nicht hastig bewegen, dass sie aus Versehen in die Kamera läuft. So, habe ich. Brauchen wir nicht einmal hacken. Gewaschen habe ich es. Müssen wir nicht trocken machen. Einfach so mit in die Suppe rein. Ja, habt ihr gehört? Die Frau sagt schon, dass es lecker riecht. Das ist der größte Teil eben durch das Rösten, was wir die Röstaromen erzeugt haben. So, ja. Leute, seid mir verziehen. Ich habe, bevor ich hier gestreamt habe, ein bisschen gepennt. Das merkt man daran, dass hier das Rezept total unvollständig ist. Weil was fehlt, ist natürlich klar. Ich weiß nicht, wer es merkt. Jetzt warte ich mal kurz, ob ihr merkt, was an dem Rezept. Jeder, der ein bisschen kocht, müsste es eigentlich sofort auffallen, was an dem Rezept fehlen könnte, auf jeden Fall. Da sind sogar mehrere Sachen, was fehlt. Also eigentlich fehlen Tanniken, jawohl. Hallo, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Eine Ruhmtour. Huck, 100 Punkte. Salz, Pfeffer, ganz genau. Eine Roomtour, wo man Bilder taggen, wenn du zum Beispiel hier auf meiner Kanalseite bitte runterscrollst, da gibt es hier News von der Arbeit oder so ähnlich, da kannst du draufklicken, da wirst du auf Facebook verlinkt, da gibt es verschiedene Sachen, die jetzt ich in der Arbeit gemacht habe, 60 Kilo Kartoffelsalat, 600 Spinatknödel von so und so viel Kilo, ich glaube Spätzle habe ich gestreamt, Bilder gemacht und dann siehst du auch zum Beispiel Bilder vom Wochenende, wo die Frau mit ihrem Foodtrailer unterwegs war und ich ihr geholfen habe. Das findest du alles auf dem Facebook-Kanal.
der hier, also einmal findest du es, also die Bilder sind auch auf Facebook, die sind von so, wie gesagt, was ich gerade angesprochen habe, die findest du unter dem Link hier unter Tägliches Neues aus der Arbeit oder so. Ich weiß gerade ganz genau nicht, wie ich es genannt habe. Plus auf meinem Facebook-Kanal findest du auch jetzt gerade zum Beispiel vom Wochenende, wie gesagt, wo die Frau mit dem Foodtrailer unterwegs war, wo wir zusammen dort waren. Genau. Da ist einmal, gibt es einmal einen Link auf der Seite. Bart, hallo, grüß dich, schön, dass du reinschaust. Gibt es auf der Seite den Link direkt zu Facebook. Und einmal sind die Bilder von der Arbeit auch mit Facebook verlinkt, weil da die Bilder eben auf Facebook hochgeladen sind. Ja, Huck, genau, Salz, Pfeffer, Leute. Noch keinem aufgefallen, dass ich Chili mit 2L schreibe, das seht ihr, aber dass hier keine Gewürze bei der Suppe dabei sind. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Gemüse oder Fleischbrühe. Wir werden auf jeden Fall auch nachher nochmal die Arbeitsschritte durchsprechen von unserer Hokkaido-Suppe. Für die, die eben am Anfang jetzt das ein bisschen verpasst haben, auf die Sachen ein bisschen drauf einzugehen, wo eben jetzt meines Erachtens wichtig sind bei der Suppe. So, also jetzt irgendwann wird unser Rezept schon vollständig. Salz, Pfeffer, Fleischbrühe, Instant. Genau, so. Das sind jetzt auch die Sachen, beziehungsweise jetzt mache ich erst noch hier unser Chili hin. Schau mal, dass ich nicht zu große habe. Ja, jawohl, komm. Jetzt sind kalte Jahreszeiten, ja, da mag man es auch gern warm haben. Und ihr wisst ja auch bestimmt, wenn man dann irgendwas Scharfes isst, dass einem da auch dann gut warm wird. So, die ist schon leicht angetrocknet, die Schote. Deswegen verspringt mir ein bisschen die Streifen, die ich schneide. Für die, die eben noch mit Chili keine Erfahrung haben, Chili, also extrem scharf, und was ihr unbedingt vermeiden müsst, wenn ihr direkt mit der Chili in Kontakt kommt, dass ihr euch wirklich richtig, richtig fest die Hände wascht und auf jeden Fall schaut, dass ihr irgendwo mit den Schleimhäuten nicht in Berührung kommt. Das kann wirklich extrem wehtun. So, Suppe köchelt schon so leicht vor sich hin. Jetzt schalten wir auch um wieder zu unserer Suppe. Also wie gesagt, wer Kürbis mag, kocht es bitte mal nach. Würde mich echt interessieren, was ihr von dem Rezept haltet. Huck hat auch hier gerade nochmal unsere E-Mail-Adresse eingeblendet. Da könnt ihr das Rezept anfordern. Rezept wäre dann hier wie im Desktop zu sehen ist, einmal bestehend aus der Einkaufsliste. Plus dann genau die Arbeitsabläufe, wie ihr die Suppe herstellt. So, aber wie gesagt, wenn ihr hier kurz zuschaut, dann ist das alles so ein bisschen selbsterklärend. Aber jetzt zu unserer Suppe. Wir würzen die jetzt. Also Chili habe ich gerade reingeschmissen. Bis dato schwimmt eben jetzt hier Koriander drin. Der Ingwer ist drin. Zitronengras ist drin. Die Kokosmilch ist drin. Der Kürbis natürlich ist drin. Zwiebeln ist drin. Ich weiß nicht, ob ich Knoblauch erwähnt habe. Und Knoblauch haben wir bis dato drin. So, jetzt brauchen wir hier natürlich ein bisschen Fleischbrühe. Ja, komm, ich mache es mit dem Löffel, dann könnt ihr das auch ein bisschen besser abschätzen und ich auch. Ich gehe jetzt mal von zwei Teelöffel Fleischbrühe aus. So, jetzt geht es nur noch darum, dass der Kürbis weich kocht. Dann berühren wir das Ganze, schütten es durch ein Sieb, schauen uns die Konsistenz nochmal an. Schmecken, bevor wir es durch Sieb passieren, durchschütten, schmecken wir das Ganze vorher nochmal ab. So, Salz, Pfeffer. Pfeffer habe ich hier. Salzmühle habe ich hier. So, wenn ihr jetzt Geschmack irgendwie ein Problem habt, dass ihr sagt, ah, es fehlt was, ihr kriegt es nicht so hin. So, ja, kommt auch immer ein bisschen damit zu tun, wie viel Zeit habe ich investiert, kann ich investieren in das Rösten. Ja, auf jeden Fall als kleiner Tipp, habe ich auch schon gemacht, weil irgendwie aus irgendwelchen Gründen, natürlich liegt es auch am Kürbis, was für einen Geschmack gibt der Kürbis her. Als Tipp ist einfach, habe ich immer im Hause, weil ich finde, das ist ein netter Tipp, so auf die Schnelle, wenn man irgendwie was hat, wo man sagt, Mensch, ich hätte einen Tipp dazu. Ich finde es gerade jetzt nicht.
Weil es ist dieses Mal eine ganz große Flasche und die passt gar nicht so dahin, wo sie sonst steht. Diese Süß-Sauer-Soße, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Gibt es mittlerweile auch fast ein bisschen jeden gut sortierten Einzelhandel, diese Sauer-Chicken-Sweet-Chili-Soße oder so ähnlich heißt die. Da einfach jetzt nochmal einen guten Schluck rein und schon habt ihr ein bisschen dieses Asiatische auch nochmal verstärkt, wenn ihr das Gefühl habt, da fehlt irgendwas an der Suppe. Genau, wie gesagt, hier nochmal die E-Mail-Adresse für Rezepte. Ihr könnt natürlich alle Rezepte anfordern von den Streams, die ihr mir findet. Hier sind auf dem Kanal einige noch zu sehen und die, was nicht mehr auf dem Kanal sind, streamen, wie gesagt, seit Fasching Samstag, war mein erster Stream. Ich lade alle Streams auf YouTube hoch, da findet ihr auf jeden Fall alle Streams von mir. Wenn ihr da ein Rezept findet, das ihr noch nicht habt oder gerne haben möchtet, an die E-Mail-Adresse kochen-mit-didi@gmx E-Mail hin, in Betreff bitte Rezept rein, wird im Posteingang gleich sortiert, dann kann ich das schneller bearbeiten und ich schicke euch dann, wie gesagt, gerne die Rezepte zu. Salz, Pfeffer, ein bisschen Fleischbrühe, ein bisschen Zucker brauchen wir noch. Habe ich hier Zucker stehen irgendwo? So. Dann haben wir unsere Suppe schon mal gewürzt und dann kann die jetzt auch vor sich hin so leicht ein bisschen hinköcheln. Da haben wir einen Zucker. Wir nehmen jetzt auch mal wieder, sage jetzt mal auch, fangen wir mit 2 Teelöffel an. Und jetzt zu unseren Melonenbällchen. Das ist eben der Kontrast oder soll der Kontrast sein zu unserer herzhaften, pikanten, leicht scharfen Suppe. Jetzt diese eiskalten, süßen Melonenbällchen. Ne? So, ich schalte dazu um. Genau. Hier habe ich eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Gallien? Kommt man da noch aus, ja. Also eine, ihr könnt ja eine Honigmelone nehmen, ihr könnt, ja, Wassermelone würde ich jetzt nicht, außer ich muss sagen, dieses Jahr haben wir ja auch für die Kinder Wassermelonen gehabt und die war so extrem süß, also die Melone soll auf jeden Fall eine sehr gute Süße haben, das wäre das Optimalste. Sag's, schöne Grüße, Wenzel, ja, danke auch für die Grüße. Und sie soll sich dann halt auf YouTube anschauen und unbedingt, wenn sie sowas gerne mag, wirklich mal nachkochen, das Rezept. Also, wie gesagt, jeder, der gern Kürbis isst, kocht das mal nach und werde für Info, für Feedback, es würde mich wahnsinnig interessieren, was er davon hält. So, jetzt hole ich mir ein kleines Schüsselchen. Also, jetzt zu diesen Bällchen. Um so Bällchen zu machen, müsste eigentlich so einen Löffel haben, ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es gibt es in dieser Ausführung, wie ich das habe, in 2 verschiedenen Größen, sprich Durchmesser. In der Küchenfachsprache ist es ein Parisienlöffel. Es gibt auch dann die Parisienkartoffel. Was ist die Parisienkartoffel? Das ist nichts anderes wie eine rohe Kartoffel, wo dann mit diesem Ausstecher Bällchen ausgestochen werden und gekocht. Also Parisienlöffel, die Kartoffel, wenn man aussticht damit, das Gericht, die Beilage nennt sich dann Parisienlöffel. Ich habe hier eine halbe, die andere haben wir schon gegessen. Ja, und da steche ich mir jetzt Bällchen aus. Und wenn ich das gemacht habe, gleich wieder im Kühlschrank, weil das, nachdem die Suppe portioniert ist, mache ich 2, 3 Bällchen, je nachdem, wo es portioniert, rein. Und eben der Kontrast, diese scharfe, heiße zu dem kalten Bällchen, das gibt diese Geschmacksexplosion im Mund oder soll es dann so sein. Okay, also. Den kriegt ihr jetzt, denke ich mal, nicht überall. Ansonsten schält er die Melone und versucht halt irgendwie nette Würfel oder sowas zu schneiden. Geht natürlich auch, ja. So, jetzt schaue ich gerade, ich wollte den kleineren nehmen. So, jetzt steche ich da so Bällchen aus.
So, wie gesagt, wir machen sie ja diesmal als Hauptgang. Dann empfiehlt es sich, wenn ihr was, zum Beispiel so einen großen Pastateller oder sowas habt, dass es dann darin die Suppe anrichtet. Das wäre natürlich optisch das Optimalste. Oh. So, jetzt können wir unsere Suppe rühren. Leute, alleine wenn ihr das riechen könnt, diese jetzt die Aromen durch den Ingwer, durch das Zitronengras, wunderbar. Es ist auch so, ob was schmeckt oder nicht schmeckt, das kann man auch durch den Geruch. Ja? Also ich hatte mal in jungen Jahren, wo ich in der Schweiz war, die Küche ist ja aufgeteilt in verschiedenen Positionen, Posten spricht man da davon, in Beilagenposten, in Fleischposten, in den Dessertposten, in den Fischposten, und zu dem Zeitpunkt war ich auf den Beilagenposten, und unser Chef hatte die Angewohnheit, wenn er irgendwas gekocht hat, immer, der stand dann immer so da über den Töpfen und hat so den Rauch eingefangen und sich in die Nase gewedelt und sag ich, was macht er? Ja, er schmeckt es schon mal so ein bisschen ab, probiert, ob noch was fehlt, ob schon die Richtung, in dem das Gericht oder das Produkt sich entwickeln soll, ob man da schon hinkommt oder im Vorfeld schon, ohne es zu probiert haben, nur über die Aromen, die in der Luft sind, zu erkennen, was noch vielleicht fehlen könnte. Und es ist wirklich so, ja, wenn man da diesbezüglich jetzt eine gute Nase hat, kann man schon sehr viel riechen, ob das was wird oder ob es nichts wird, ob es überhaupt in der Summe schon gut riecht oder auch nicht. So, da haben wir noch eins, glaube ich, und dann lassen wir es gut sein. Ja, eigentlich eh nur für meinen Sohn und für die Frau. Da ich also nicht dieser Obstfan bin, muss ich leider gestehen, mein Obstkonsum hält sich wirklich sehr, sehr, sehr in Grenzen. Genau. Ich glaube, ich habe mehr Obst in flüssiger Form als so, wobei ich aber auch dazu sagen muss, obwohl ich nicht viel Alkohol trinke, schon immer wieder mal gerne. Aber es hält sich extrem in Grenzen. So, das stellen wir gleich wieder in den Kühlschrank. Wie gesagt, die sollen schön kalt sein. Dann hole ich jetzt schon mal gleich auch schon mal einen schönen Pastateller für die Suppe zum Anrichten, dass ihr mal seht, wie es ausschauen könnte dann. Muss ich hier kurz in unser Esszimmer. Und irgendwann, es war eine Tür zu weit. Hinten. Ah, da sind sie. Da war ich mal unterwegs im Möbelhaus beim Rumstöbern und irgendwo bin ich dann auf diese Pastateller gestoßen, was mir wahnsinnig gut gefallen. Jeder Pastateller, wo wir da haben, hat hier so ein bisschen anderes Deko. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, gerade jetzt so für die Kürbissuppe ein nettes, was das Gericht kostet. Ja, jetzt hast du mich ein bisschen... Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Man darf alles fragen. Was das Gericht kostet, also Kürbis, sage ich mal, mehr wie 3-4 Euro wird der Kürbis bestimmt nicht gekostet haben. Die Zutaten, das gleiche maximal nochmal, beziehungsweise wahrscheinlich was das teuerste war im ganzen Gericht, wird die Kokosmilch sein. Das ist eigentlich das teuerste, wobei man die natürlich dann auch ein bisschen reduzieren kann. Man nimmt nur die Hälfte und macht das Ganze dann eben mit ein bisschen mehr Wasser oder ein bisschen Sahne. Die Sahne immer noch ein bisschen billiger oder günstiger sein oder wird oder kostet wie die Kokosmilch. Also ich sage jetzt mal in der Summe, sind wir bei 10 Euro und dann haben wir aber eine Mahlzeit für 4 Personen. So, ich möchte Sauerkraut haben für ein Hausmannsgericht. Nun aber für einen Anlass gutes Sauerkraut. Also nicht aus Folienschlauch. In meinem Fass Sauerkraut aus dem Holzfass.
Didi, ein Kumpel stalkt mich gerade und schaut dir nun zu. Hilfe! Also, das, ob es jetzt du irgendwo noch Sauerkraut aus dem Holzfass gibt, das gibt's bestimmt, hundertprozentig, ja. Wobei, das googeln musst, wo du sowas bekommst, ja. Also, wo du es bekommst, kann ich dir nicht sagen, aber fest der Annahme, das bekommst du. Wobei, du, wenn du dir die Mühe machst, das theoretisch natürlich auch selber machen kannst, ja. Sauerkraut, Weißkraut schnipseln, einsalzen, ist zwar ziemlich eine Zeit, wo es braucht, plus auch geruchstechnisch, ja, weil das Ganze irgendwann zum Säuern anfängt und das dann immer, also ganz genau wie es geht, weiß ich jetzt nicht, ja, so grob kann ich es dir nur erklären, das muss dann immer abgeschöpft werden und so lange eingelagert, bis das Ganze, okay, also wenn ich Sauerkraut koche, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also auch jetzt gutes Sauerkraut. Ich gehe her, ich kaufe mir von einem guten Hersteller eine Konserve, ja. Wobei ich dann diese Konserve aber wirklich verfeinere, ja. Isaac, hallo zusammen, schön, dass du reinschaust. Taken, also ich habe Koch gelernt und seit meinem 15. Lebensjahr, das sind doch jetzt ein paar Tage, koche ich. Ich habe hier in München im großen Hotel meine Lehre gemacht. Dann war ich 2 Jahre in der Schweiz, wo ich da eigentlich erst richtiges Kochen gelernt habe. Dann war ich hier in Deutschland in 2 Großstädten noch ein bisschen unterwegs am Kochen, in Hamburg und in Berlin. Und dann war ich auch schon mit sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube, ich war 24, war ich dann auch schon mit meinem ersten Betrieb selbstständig und dann in Summe. Und dann in Summe, glaube ich, war ich jetzt knapp 30 Jahre in der ein bisschen anspruchsvolleren Speisegastronomie selbstständig. Und die letzten seit 6 Jahren nicht mehr. Und seit 6 Jahren koche ich in der Schulversorgung hier im Nachbarort, wo ich Küchenleiter bin. Und zusammen mit meinem Team 330 Essen von Montag bis Donnerstag. Freitag sind es dann nur noch 130 Essen zubereite. Aber was? Google das mal. Nein, nichts Sternekoch. Google das mal, also Sauerkraut selber machen ist jetzt keine Zauberei, ja. Das Einzige, was ein bisschen ist, du hast irgendwie diese Geruchsbelästigung, weil halt es doch schon ein bisschen, ja, streng riecht, sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn du sagst, du hast da irgendwo eine Ecke oder so, Balkon draußen, musst halt gewährleistet haben, dass das keinen Frost kriegt, ja, und euch das immer wieder oder die immer einfriert. Aber Sauerkraut herzustellen oder einzusalzen, das ist gar kein Thema, ja. Also das ist überhaupt kein Ding. So Leute, wir schauen nochmal unsere Suppe. Also wie gesagt, das wäre dann für, da wir die Suppe heute als Hauptgang essen, wo es dann auch mal noch ein bisschen Nachschlag gibt, wenn jemand möchte, dann eben auch schon ein bisschen was Netteres und größeren Teller sein kann. So. Ja, was ich auch immer noch versuche zu vermitteln, ist klar, das was ich streame, ich sehe zwar nicht alles, wie schaffe ich das auch für 10, 15 oder 20 Personen zu kochen in so einer normalen Haushaltsküche, ja, normalen Backherd, normalen Herd, wie ihr auch. Die Suppe könnt ihr zur Not am Tag vorher schon vorbereiten, ist überhaupt kein Problem. Die verliert nicht an Qualität, wenn ihr die wieder heiß machen müsst. Melonenbällchen ist auch kein Thema, könnt ihr auch schon mittags machen. Immer davon ausgegangen, dass die Gäste natürlich abends kommen. Was natürlich ich immer ganz schlimm finde als Gastgeber, wenn man irgendwo was, ein bisschen was kocht. Und dann den Gastgeber nie sieht, weil er den ganzen Abend in der Küche steht und sich mit dem Gericht auseinandersetzen muss. Es gibt ganz, ganz viele Tricks bei ganz, ganz vielen Gerichten, wenn man weiß, wie ich es handeln muss, trotzdem nett und ein bisschen was Ausgefallenes vielleicht auch kochen kann und trotzdem nicht den ganzen Abend in der Küche stehe und mich um meine Gäste kümmern. Das ist auch so ein bisschen mein Credo, was ich bei allen Sachen, die ich koche, noch versuche ein bisschen zu vermitteln. Geht natürlich nicht bei allem. Wir hatten jetzt am Freitag Spaghetti Vongole. Da ist es eher zum Beispiel schwieriger. Ja. Aber sonst bei ganz, ganz vielen oder fast den anderen Gerichten gibt es immer Varianten, wie ich das trotzdem handeln kann, irgendwas Anspruchsvolleres für 10, 15 Gäste zu kochen, obwohl ich auch platztechnisch eingeschränkt bin, so wie es halt man in allen Haushalten ist. Normaler Backofen, kleiner 4-Platten-Herd. So, hier blubbert es ganz schön vor sich hin. In der Suppe sollte man immer wieder rühren, weil je nachdem, wie viel Flüssigkeit ihr noch, sprich Wasser dazu gemacht habt oder das auch
eingestellt hat von der Temperatur, wenn es zu stark kocht, natürlich schnell Feuchtigkeit verloren geht, also über den Dampf. Und dann es passieren kann, dass das Ganze zu dick wird. Und wenn es zu dick wird, euch dann am Boden anbrennen. Das wollt man. So, genau. Faden verloren. So, dann habe ich hier noch eine Limette. Mit dem schmecken wir nachher die ganze Suppe noch ein bisschen ab. Die darf ein bisschen Säure eben auch haben. So, jetzt gehen wir nochmal zu unserer Suppe. Können wir das erste Mal schauen, wie weit unsere Suppe ist, beziehungsweise geht es nur darum jetzt, unser Kürbis muss weich werden. Mehr und mehr geht es gar nicht. Wenn der Kürbis weich ist, dann können wir unsere Suppe pürieren. So, dazu könnt ihr ein Stück essen, gar kein Problem. Oder ihr nehmt die Gabel und versucht jetzt einfach das Stück hier so zu zerdrücken. Je nachdem, wie viel Kraft ihr Aufwand hier dafür verwenden müsst, daran merkt ihr dann natürlich, wie weich der Kürbis ist. Der ist jetzt eigentlich schon weich genug. Jetzt kommt der Punkt auch, wo ich das Ganze jetzt zum ersten Mal dann auch schon mal probiere. Also auf jeden Fall, was ich sehe, wir haben ein bisschen viel Flüssigkeit verloren, weil durchs Pürieren die Suppe ja nochmal ein bisschen Struktur kriegt, also sprich Dicke. Und eine Cremesuppe, finde ich, soll auf jeden Fall nicht zu dick sein, sodass man fast schon Messer braucht dazu. Finde ich also persönlich gar nicht gut. Wird auch jetzt in der Gastronomie so nicht gelehrt, dass die Suppen so cremig sein sollen, so kompakt, sondern eher ein bisschen leicht, ja. Ein bisschen gesaut, machen wir das gleich mal weg. Wäre ich nur ein bisschen geschimpft nachher. So, also, beziehungsweise Gewürze haben wir dran, Salz, das, zack, zack. Pürieren wollte ich jetzt. Junior schleicht auch schon rum und zieht die Nase hoch nach dem Motto, was riecht hier so gut. Also, Pürierstab. Also ganz kurz, weil wir ja vorhin nochmal auch schon das Equipstream kurz angesprochen haben, den ich schon hatte, wo der gewünscht worden ist, dass ich mal erkläre, eben, was für Equip für einen Hobbykoch in Frage kommt. Da ist jetzt zu dem Thema Stabmixer. Also was ihr beim Stabmixer, wenn ihr sagt, oh ja, wollt ihr immer schon mal haben, ein bisschen beim Kauf darauf achten solltet, ist, jetzt mache ich das schnell hier raus. Isaac, genau, hi Oliver, schau, der schaut kurz in den Chat rein, Huck, und schon verschwindet er wieder, ja, ist schon wieder weg. Ja, Isaac, genau, das ist halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wo man drauf achten muss beim Kochen, wie du schon sagst, entsteht immer viel, vor allem wie aufwendig das Gericht ist, extrem viel Schmutz, viel Geschirr, und man muss sich da angewöhnen, immer gleich parallel, was kann ich abwaschen, was kann ich wegräumen. Und dann ist das Chaos nachher zum Schluss gar nicht so groß, wenn ich immer wieder parallel versuche, irgendwo was wegzuräumen. Und das kann ich natürlich vor allem auch, wenn ich handwerklich, also sprich die Zwiebel schnell schneiden kann, den Knoblauch ziemlich schnell hacken kann und lauter solche Sachen, dann habe ich eben auch Zeit, immer wieder zwischendurch mal was wegzuräumen, wegzuspülen, die Spülmaschine einzuräumen. Und dann schaut es eben nachher nicht ganz so schlimm aus. Aber generell, also versuche ich das, vor allem, wenn man das parallel nicht macht, irgendwann geht einem der Platz aus, wo ich sage, ach, jetzt sollte ich das noch machen und das noch machen, und ich weiß gar nicht mehr, wo ich es machen soll, weil überall irgendwas vollgemüllt ist. So, nochmal zu unserem Mixer. Also, wenn ihr vorhabt, was zu kaufen, also empfiehlt sich auf jeden Fall, dass hier das untere Teil aus Metall ist. Wenn man jetzt in eine heiße Suppe geht, weiß ich vom Freund, der hat sowas aus unten aus Kunststoff, dem hat es dann auch schon durch die Hitze von der Suppe das untere Teil von seinem Pürierstab leicht verzogen. So. Dann ist es gut, wenn ihr ein Messer habt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist jetzt nicht nur unten dieses Rotor, der Messer, der nicht nur zwei Messer hat, ja, oder drei. Ja. Seht ihr, das hat jetzt 1, 2, 3, 4 Klingen, die unterschiedlich auch angebracht sind. Dann könnte man das sehen. Kann man nicht sehen. Ich versuche das irgendwie mal. Also das ist auch nochmal, wenn ihr überhaupt so an sowas rankommt, eine Auswahl habt, auch nochmal ein Gütezeichen. Weil damit berührt sich das Ganze natürlich noch viel leichter. Also wie gesagt, das letzte Teil aus Metall, ein Messer unten aufsitzt, das aus mehreren Klingen besteht und nicht nur, wie soll ich sagen, ein Propeller ist, der links und rechts absteht. Und der nächste große Vorteil ist, wenn ich zwei Geschwindigkeiten habe. Ja? Ich habe hier zwei Knöpfe, der obere Knopf ist die langsamere Geschwindigkeit. Und der andere schnellere Geschwindigkeit. Ja, was hat das für einen Vorteil? Wenn ich ein kleineres Gefäß habe,
wo ich sage, ich will jetzt nur zwei Eier pürieren oder ja, aufschlagen. Kann man ja auch anstatt mit dem Schneemesen mit sowas aufschlagen. Und ich habe da große Geschwindigkeit. Haut man wahrscheinlich die Hälfte Eier aus dem kleinen Gefäß raus. Und darum ist es auch noch von Vorteil, wenn der euer Mixer zwei Geschwindigkeiten hat. So. Ich halte jetzt mal kurz meine Klappe so lang. Ich hier püriere, weil da muss ich nicht so schreien und die versteht mich nachher auch besser, wenn ich nachher weiter quatsche, wenn ich hier fertig bin mit Pürieren. Lasse ich jetzt einfach mal noch drin. Ja, Isaac, spricht ja nichts dagegen. Also Aldi muss ja nicht jetzt unbedingt schlechte Sachen haben. Aber wie gesagt, da gibt es ja unterschiedliche Sachen ab und zu mal. Darauf zu achten, oft gerade jetzt bei sowas, gibt es dann schon Sinn. Ich nehme mal an, das, was ich euch versucht habe zu vermitteln, ist selbsterklärend. Hier eben das Ding aus Metall. Weil wenn ihr das sowas was macht wie ich, die Suppe köchelt ganz leicht vor sich hin und ihr macht euren Kunststoffmixer so rein, dass der nachher natürlich die Gefahr extrem groß ist, dass er nachher sich verformt und zum Schluss sogar die Messer unten am Kunststoff streifen. Die Gefahr ist einfach sehr, sehr groß. So, mir ist die Suppe jetzt einfach zum kompakt, sprich zu dick. Ihr könnt, wenn ihr sagt, ihr habt offene Kokosmilch noch da, ein bisschen offene Sahne natürlich da damit nachhelfen oder eben mit Wasser. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen offene Sahne. Und schon ist die auch damit dann verarbeitet. Was haben wir denn hier? Weiß ich gar nicht, was das hier ist. Ach, ich glaube, das ist von Hühnchen Taiyaki noch ein bisschen. Soße von der Frau. Hier sehe ich eine offene Sahne. Die schaut auch noch recht gut aus. Sahne, machen wir hier ein bisschen Sahne rein. Hühnchen Taiyaki, ja, wo kann man schon einmal gestreamt, aber wir würden gern auch mal irgendwann mal so ein Revival machen. Ihr könnt übrigens auch, wenn euch gewisse Rezepte interessieren, gerne hier im Chat sagen, Mensch, Didi, koch doch mal das oder das oder das. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ach, da, ihr macht das und das, wie eben die Sonny schon vorhin kurz mal angesprochen oder Watt hat es angesprochen, mit dem Sauerkraut. Also solche Sachen beantworte ich gerne im Chat oder wir können gerne im Chat darüber diskutieren. Vielleicht hat ja von euch auch eine Lösung. Warte. Huck hat nochmal unsere E-Mail-Adresse eingeblendet für Rezepte. Wenn ihr jetzt an Rezepte interessiert seid von der Suppe oder anderen Streams, hier an die E-Mail-Adresse hinschreiben, im Betreff bitte Rezepte reinschreiben, wird zum Posteingang gleich sortiert bei mir und ich schicke euch die Rezepte gerne zu. Die Rezepte sind alle so aufgebaut, ich sage jetzt mal, wenn man ein Gericht kochen, das aus mehreren Sachen besteht, aus einem Curryhühnchen geschnetzelt, das mit Reis, seht ihr einmal, sind die Rezepte so aufgebaut, Einkaufsliste, was wir für den Reis brauchen, wenn wir den Reis kochen. Und dann genau detailliert, wie der Reis zu kochen ist, dann wie das Hühnchen geht, was wir für das Hühnchen brauchen, die Einkaufsliste wiederum, genauer Arbeitsablauf, wie das Hühnchen zu verarbeiten ist, Einkaufsliste für die Currysoße und genau der Arbeitsablauf, wie die Currysoße herstellt. Der Grund ist dafür, wenn ihr sagt, oh, ich will jetzt nur interessiert für die Currysoße, für ein anderes Gericht, so seht ihr eben gleich, was muss ich alles einkaufen für die Currysoße, muss jetzt nicht mühsam aus dem Gesamtrezept und aus dem Detailablauf von der Currysoße mir mühsam rausschreiben, was ich alles für die Currysoße brauche. So sind die Rezepte aufgebaut, verschicke ich an euch gerne. So, dann eben für die Switcher, die wir ja auch immer ganz viel in Twitch haben. Sonntag geben wir einen Giveaway-Stream. Wer da ist, würde mich super freuen. Wir werden pro 10 Zuschauer werden wir 2 Giveaways verschenken. Das werden alles Sachen sein, die ich selber hergestellt habe. Entweder verschicke ich es
oder die Leute, die in der Nähe sind, können sich das gerne abholen. So, nochmal ein bisschen Wasser. Es können auch die leider, die vielleicht da nichts gewinnen, auch die Sachen über ein Donate oder über ein Abo erwerben, die ich dann halt auch wiederum verschicke oder abgeholt werden können. Es wird sein, die es noch nicht wissen. Es gibt in meiner langjährigen Selbstständigkeit habe ich irgendwann mal angefangen, auch Rezepte auszuarbeiten, eben wo du mit der Briefwaage denn dastehst und für Gramm alles nachwiegst. Da gibt es eine ganz tolle Salatsoße, die ich da entworfen habe. Dann habe ich eine Gewürzmischung erarbeitet. Das ist so eine, ich sage eine Uni, das, bei uns heißt das ist die rote Würzmischung. Das ist eine Universalwürzmischung, um Fleisch zu würzen, Geflügel zu würzen. Da ist halt drin Salz, Pfeffer, ein bisschen Rosmarin, ganz wenig Curry, ein bisschen Chili. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Wenn die Mutter, ihr oder wer auch immer irgendwas kocht, ein Schnitzel zum Beispiel, was nimmt man meistens her? Salz, Pfeffer, weil ich sage, ja, ein bisschen Paprika wäre auch nicht schlecht und ganz, ganz wenig Curry, so dass es nicht rausschmeckt. Es ist vielen Leuten dann zu umständlich, deswegen, so ist es in der Gastronomie natürlich auch. Viele, die sagen, viel zu aufwendig, die mischen gerade mal ein bisschen Salz und Pfeffer und drüber. Und da habe ich angefangen, eben diese Gewürzmischung mal dann zu erarbeiten. So schaut die dann aus. Ja, das ist eben diese rote Gewürzmischung, kommt, weil das Salz irgendwann das Paprika, die Farbe von Paprika aufnimmt und sich immer so leicht oder dann so leicht rötlich färbt. Obwohl da verhältnismäßig zu den anderen Zutaten wenig Paprika drin ist. Das werde ich verschenken. Das gleiche gibt es noch für diese Gewürzmischung noch für Gemüse. Um Gemüse zu würzen, um Kartoffeln zu würzen, um Nudeln zu würzen, um helle Soßen zu würzen. Das ist auch so eine ausgearbeitete Gewürzmischung, die über Grammanzahl immer wieder gleich hergestellt wird. Das werde ich verschenken. Sowas. Ach, da habe ich es ja. Was laber ich denn? Was labert ihr denn? Und das verschenke ich in solchen Gewürzdosen. Ja, die runde Dose, da habe ich diese helle, weiße Gewürzmischung drin. Hier in der eckigen, diese rote Gewürzmischung. Das wird verschenkt als Giveaway. Wobei ihr dann, wer gewinnt, immer die Auswahl hat, um auch zu sagen, was er eben haben möchte. Dann habe ich hier Bio-Honig vom Bruder, das werde ich verschenken. Und eben dann noch die Salatsoße, die ich jetzt in dieser Aktion in Kunststoffflaschen bereits abgefüllt habe. Das ist eben die Salatsauce, was ich angesprochen habe. Ja, wie lange hält sie dich? Um das auch mal vorne weg zu klären, was nimmt man zum Konservieren her? Essiggurken werden mit Essig konserviert. Viele Sachen werden mit Fett und Öl konserviert, Ölsardinen oder sowas. Und was ist in der Salatsauce drin? Öl und Essig. Also, und dann wird auch noch mit Zucker konserviert. Ist ein bisschen Zucker drin, wobei jetzt das in dem Fall nicht unbedingt zum Tragen kommt, um das zu konservieren. Aber es ist in der Salatsauce immer einen ganz großen Anteil Essig und Öl drin. Also und das zu der Frage vorneweg, wie lange sich sowas hält. Muss nicht einmal unbedingt kühl stehen. Also so bei 10 Grad ist es überhaupt kein Thema. Nein, Isaac, deswegen mein Freund, jetzt ließ ich hier irgendwas. Ich verschicke das gerne, ja, vorausgesetzt, ihr gebt mir halt irgendein Postfach oder irgendeine Adresse, wo ich es hinschicken kann. Sonst geht es natürlich ein bisschen schwer. So, jetzt zu unserer Konsistenz. So, um jetzt mal zu schauen, ob man von der Konsistenz her passt, nehme ich immer so eine Kelle und lasse es ein bisschen von der Kelle so laufen. Schaut eigentlich gut aus, sagen, also von der Konsistenz her. Passt es, mache jetzt die Hitze noch mal ein bisschen runter, dass uns jetzt noch zu stark einköchelt. Das wollen wir noch mal. So, jetzt probieren wir das Ganze. Ja, dann muss ich mal einen Kaffee noch auf die Seite stellen. So, jetzt schmecken wir es eigentlich ab. Da dazu brauchen wir jetzt unsere Limette. Dazu schalten wir hier kurz um. Wenn ihr irgendwie Zitronen ausdrückt oder sonst irgendwas, empfiehlt sich die Zitrone immer vorher kurz zu drücken oder so zu rollen, meine ich eigentlich. Da wird das Fruchtfleisch schon ein bisschen weich gedrückt und es ist dann einfacher, die Zitrone auszudrücken. Weil wenn ihr keine Presse habt, ja, sondern
die Zitrone nur oder die Limette in dem Fall in der Hand ausdrückt. Nein, und in diese Suppe machen wir keinen Abrieb rein, weil wir die Suppe ja jetzt gleich durch ein Sieb schütten und dann dieser Abrieb wieder heraus ist. Also wir machen zu dieser Suppe nur jetzt den Limettensaft rein. So. Ja, im Großen und Ganzen sind wir schon so, also nicht fertig meine ich, aber es dauert schon noch ein bisschen, aber ich möchte generell schon an gewisse Sachen nochmal aufmerksam machen. Wie gesagt, unseren Sonntagsstream, unseren Giveaway-Stream, das hatte ich angesprochen. Dann möchte ich dran vielleicht erinnern, die Leute, die hier mir zum ersten Mal zuschauen und sagen im Großen und Ganzen, ach, das gefällt mir, was die hier macht. Wäre super lieb und cool von euch, wenn ihr mich auf Folgen setzt. Oben einfach auf den blauen Button Folgen klicken. Es passiert überhaupt nichts für euch. Das Einzige, ihr kriegt immer eine kurze E-Mail, wenn ich live bin. Für Leute, die bereits ein Follow haben und auch keinen Stream verpassen wollen, schaut auch einfach mal hier am Kanal vorbei. Auch wenn ich offline bin, schreibe ich oft rein. Jetzt vor allem im Herbst, da es jetzt früher dunkler wird, werde ich auch durchaus mal einen dritten Stream einstreuen oder sogar einen vierten, wobei ich dann vielleicht auch einmal in der Woche dann zocken werde, wo wir vielleicht sogar, wenn sich was ergibt, zusammen irgendwas zocken könnten. Dazu einfach hier einfach öfters mal auf dem Kanal vorbeischauen oder auf meinem Facebook-Kanal. Den Link zu meinem Facebook-Kanal findet ihr hier auf der Seite. Da einfach mal vorbeischauen. Wie gesagt, durchaus immer jetzt die Möglichkeit größer wird, dass ich auch öfters mal streame. Ansonsten, wen es interessiert, was ich für Hardware hier zum Streamen im Einsatz habe, das findet ihr auch auf meiner Seite. Rinirax, hallihallo, schön dich zu sehen. Rinirax, ganz, ganz herzlichen Dank. Irgendwie habe ich es verpennt oder ich kann mich nicht mehr erinnern für deinen Sub. Ich habe es jetzt vorhin in meinem Streamlabs gelesen. Ganz, ganz lieben Dank. 1000 Daumen für dich. Dankeschön. Ich glaube, ich habe es vergessen, dir das mitzuteilen oder habe es nicht wahrgenommen, wie auch immer. Ganz, ganz lieben Dank, Rinirax. So. Genau, das zu den, eben, zum, dem, beim Equip sind wir stehen geblieben. Ah, also trotzdem, Rinirax, ganz, ganz lieb von dir, dass du den Kanal ein bisschen unterstützt. Ja. Freut mich wahnsinnig, ja. Auch ein ganz lieber, netter Zuschauer. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau, wen interessiert, was für Equip ich habe, bräuchte auch nur auf der Seite ein bisschen runterscrollen, also unter dem Bild ein bisschen. Da seht ihr dann die ganzen einzelnen Sachen, die ich im Einsatz habe, aufgeführt. Das sind alles Links, die ich zu Amazon verlinkt habe. Und ihr das dann auch euch ein Bild anschauen könnt, was es ist. Also hier um mein schnurloses Mikrofon. Dann habe ich noch ein paar Sachen, um den Ton zu optimieren. Ich habe ein externes Mischpult, habe eine externe Soundkarte, habe einen Kompressor. Genau, einen Empfänger natürlich für das Mikro. Was für ein, ich streame hier mit dem Laptop. Alle die Sachen könnt ihr euch anschauen, wer es interessiert. Welche Kameras ich im Einsatz habe. Genau. So, genau, wenn wir in den Kameras sind, ich versuche das immer wieder mal zu ansprechen. Ich bin eigentlich immer noch auf der Suche nach einer Kamera, die auch richtig gut ist für Nahaufnahmen. Natürlich jetzt einen Kostenapparat nicht sprengen soll und sage, ich weiß, eine kostet 1500 Euro, weil ich doch auch irgendwie was immer mache, wie jetzt Fisch filetieren, um euch zu zeigen, wie man die Geräten rauszieht, auch um eine Top-Nahaufnahme zu bekommen. Um euch das richtig zu zeigen, wenn jemand eine Idee hat oder einen Vorschlag, was da vielleicht in Frage käme oder eine Kamera wäre, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis da in Frage käme, die sich auch in so eine Stream-Software problemlos einbauen lässt, wäre ich um jeden Vorschlag dankbar. So, wir wollen hier probieren, beziehungsweise, genau, so einen Follower hat man, die eben zuschauen und noch kein Follower sind, wäre super nett, wenn ihr hier auf Follow klickt. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier im Chat zu schreiben. Vielleicht der ein oder andere wollte schon gerne im Chat schreiben und wundert sich ständig, warum es nicht geht. Also das ist der Grund dafür. Ich glaube, nur Follows können hier im Chat schreiben. Dann, was möchte ich noch sagen? Genau, feste Streamzeiten, wie gesagt, könnt ihr ja nachlesen. Das sind Freitag und Sonntag, 18 Uhr. Wobei jetzt dieses Jahr immer wieder Streams ausgefallen sind. Viele wissen schon arbeitstechnisch, weil ich zuzüglich zu meiner festen Arbeit noch eine kleine Firma habe. Das ist eine Zeitarbeitsfirma, wo ich meine einzige Angestellte bin, wo ich Urlaubsvertretung, Küchenchefvertretung, immer solche Sachen noch mache. Schon über längere Jahre auch mit einem Caterer zusammenarbeite. Und dies bedingt immer dann halt, wenn es auf die Tage fällt, Streams ausfallen.
Das ist nicht Absicht Rinirax, das ist natürlich wieder typisch Didi. Er steht in einer anderen Kamera und hat, die Kamera nicht gewechselt. Ich schaue immer anständig, wie ich bin, in die Kamera. Und Leute, ihr könnt da durchaus immer von euch geben, wenn ihr merkt, ich quatsche und quatsche und ihr habt kein Bild, dann scheitert es immer daran, dass ich irgendwo stehe und vergessen habe, umzuschalten. Ja, genau. So, Leute, wer öfters auch bei Amazon einkauft und mich ein bisschen unterstützen möchte, gibt es hier auch eine Möglichkeit. Ich habe hier einen Link zu Amazon auf meiner Seite. Wenn ihr über diesen Link einkauft, kriege ich ein paar Prozente von eurem Einkauf, wobei ihr die Preise für euch aber gleich bleiben. Wäre super cool, damit unterstützt ihr auch ein bisschen den Kanal. Wie gesagt, wäre nett von euch. So, jetzt werden wir ich glaube, das, was ich loswerden wollte, habe ich jetzt immer kundgetan. Wir werden unsere Kokossuppe jetzt probieren. Ja, die wird schon wieder ein bisschen zu dick, weil sie leicht vor sich hin köchelt und hier zu lang quatsche. Da fehlt ja von allem noch ein bisschen, die ist noch ziemlich fad. Was gut ist, das ist die Schärfe. Die ist schon so, wie sie sein soll. Aber sonst Salz, Pfeffer. Das eine war jetzt hier nochmal Fleischbrühe Instant. Das war jetzt wirklich nochmal ein gehäufter Esslöffel, Teelöffel. Jetzt waren wir in Summe bei 3 gehäuften Teelöffel. So, eigentlich den Ding kann ich jetzt hier raus tun. Noch einmal ganz kurz. Das kann ich jetzt auch problemlos mit dem Kochlöffel verrühren. Oh, Rinirax, was man dazu isst, ist jedem jetzt überlassen. Natürlich irgendwie ein schönes geröstetes Weißbrot kann man durchaus dazu essen. Man will ja auch ein Schwarzbrot. Also das optimale Sättigungsbeilage, sprich Brot, gibt es jetzt nicht. Was ich noch in die Suppe eben reinmache, es steht ja auch oben in der Ding, das sind jetzt eben diese Melonenbällchen. Wir werden jetzt nachher nochmal das Rezept ganz kurz zusammen auch durchsprechen, weil die eben später dazugekommen sind und vielleicht das eine oder andere eben verpasst haben. Generell sind so Cremesuppen schon ein bisschen sättigend, mehr wie jetzt irgendeine Suppe mit Einlage. Aber das ist halt auch so, wie viel Suppe habt ihr? Wie viel Suppe möchtest du essen? Dann passt es zusammen von der Menge und wie dein Hunger. Ansonsten empfiehlt sich natürlich klar, auch noch ein bisschen Brot mit zu an den Tisch zu stellen. Generell, wenn ich jetzt sage, okay, ihr kocht da eben für, ihr seid zu zweit, zu viert, spricht jetzt nichts dagegen, irgendwie einen kleinen Korb Brot mit dazu zu stellen. Für die, die generell immer Brot zur Suppe essen oder auch eben das Gefühl haben, sie wären nicht satt. So, brauche ich nochmal ein ganz kleines bisschen. Genau. Melone mit Kürbis. Nein, ist nicht Melone mit Kürbissuppe. Ja, man isst ja auch die nicht dazu, die Melone zur Suppe, sondern die Melone ist in der Suppe. Also, ich erkläre es euch jetzt nochmal. Also, was heißt erklären? Also, Sinn ist es so, das ist eine asiatisch, ja, hat also eine gewisse Schärfe, das Ganze. Man isst die Suppe sehr heiß. Und als Kontrast zu der Schärfe und zu der heißen Suppe kommen dann unsere ausgestochenen Melonenbällchen. Also auch, es ist ja nicht Melone, wie man das kennt, klassisch, sondern eben so kleine, ja, nicht ganz hundertprozentiges Bällchen. Ja, also um natürlich auch der Melone ein bisschen gerecht zu werden und nicht zu viel Abfall zu haben, haben die halt alle so ein ganz kleines, wo sie nicht rund sind, so eine Ecke. Und da gibt es halt dann 3-4 Stück rein und eben diese Schärfe und das Heiße durch das Kalte, Süße, das ist einfach ein ganz tolles Geschmackserlebnis, finde ich. So, jetzt müssen wir aber unsere Suppe noch Geschmack hinbringen. Wobei natürlich man das schon auch so als Gag mal irgendwie, wenn man sagt, Mensch, irgendwie eine tolle Idee, kann man auch mal durchaus eine Suppe in so eine Melone umfüllen, ja, die man vorher ein bisschen ausgehöhlt hat, das Fruchtfleisch auf die Seite, vielleicht wie in unserem Fall Bällchen separat hat und mit in die Suppe einfüllt. In dem Fall wäre es natürlich cool, wenn man kleine Kürbisse hätte. Natürlich von der Größe her müsste das irgendwo passen, wo man dann den Kürbis in die Suppe in den Kürbis einfüllen könnte. Wäre noch eine schönere Idee. Dann eben auch noch oben den Deckel wegschneidet, also oben ein Stück wegschneidet, klar muss man ja aushöhlt und den Deckel aufhebt. Irgendwie
dann den wieder den Deckel wiederum aufsetzt. Das wäre mal zum Beispiel eine tolle Sache irgendwo, wenn man das im Freien macht oder so. Nee, Rini Rax, also das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe am Anfang des Streams gesagt, das ist einer der Suppen, die in der Zeit, wo ich selbstständig war, also mit ein ganz großer Klassiker war und die Leute, also wirklich, ich bin fast mit Nachkochen zum Teil nicht fertig geworden, eben mit den Honigbällchen oder mit den Melonenbällchen und die Suppe, die Schärfe, bin fast nicht nachgekommen mit Kochen, weil die Leute das wirklich, heute zum Teil noch, wenn man irgendwo beim Einkaufen ist und man trifft Gäste, ach, eure Suppe, die war so lecker, möchtet ihr nicht wieder irgendwo da und da, also. Ja, aber fehlt immer noch ein bisschen Aroma. So, jetzt ist es auch so, sie ist ein bisschen dünn, geschmacklich. Ich weiß nicht, wer es noch weiß, was ich sagte, wenn man so da haben sah, sie könnte noch ein bisschen bekannter sein. Geschmacklich fehlt noch ein bisschen was. Was können wir hinmachen? Jetzt muss ich doch schauen, wo das stehen könnte. Und zwar diese süß-sauer-Scharfsoße, das ist also gerade für die Suppe passt es hervorragend, so ein bisschen noch ein bisschen sich der ganzen Suppe nachzuhelfen, um da ein bisschen in den Geschmack zu kommen. Das ist jetzt so Chili-Soße, süß-sauer, gibt es auch so 07er Flaschen. Die Frau hat das irgendwie für ein größeres Event mal besorgt. Da machen wir jetzt mal zwei Esslöffel hin. Ja, also ich habe jetzt auch Maggi in der Küche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch kein Problem mit Maggi. Also Maggi würde ich jetzt aber jetzt hier nicht hinmachen. Was ihr hinmachen könnt, ist, wenn es jetzt nicht so passt, auf jeden Fall Worcester, finde ich, es passt hier gut. Oder natürlich auch ein bisschen Sojasauce. Ja? Weil wie gesagt, wir wollen der ganzen Sache auch ein bisschen bei dem Asiatischen bleiben. Ich schaue gerade, ob hier Sojasauce habe. Wobei, wenn ihr Sojasauce hinmacht, jetzt so beim Abschmecken darf die Suppe auf jeden Fall nicht so sein, dass er sagt, ach, Salz ist schon genügend dort. Wenn ja, dann auf jeden Fall keine Sojasauce, weil die Sojasauce einen sehr hohen Salzgehalt hat. Ich hätte jetzt eigentlich die Sojasauce gesucht. Ja. Das sind so Sachen, die hauptsächlich, wenn die Frau mit sowas kocht und dann weiß sie nie, wo sie es hinräumt. Also ich habe die immer hier stehen. Tut es jetzt nicht. Okay, also man bleibt doch beim Salz. Nochmal ein bisschen Salz. Aber im Großen und Ganzen, ach, ich wollte es da durchsieben noch, das hätte ich jetzt schon wieder vergessen. Da hätte mir wieder mein Sohn gleich aufs Dach gehauen. Also wenn es bei uns Cremesuppen gibt, der bringt mir bestimmt zwei oder drei Mal. Papa, hast du das durch ein Sieb geschüttet? Hast du das durchgesiebt? Der mag überhaupt keine Stückchen in der Suppe da. Also ich esse für mein Leben wahnsinnig gern asiatisch. Also ich mag jetzt, wenn ich asiatisch koche, ich muss immer Ingwer dabei haben. Ich brauche immer das Koriander. Und wenn alleine mit diesen zwei Zutaten ist für mich schon irgendwie, egal was, es ist immer asiatische. So, jetzt brauchen wir ein Sieb, beziehungsweise machen wir ein ganz kleines bisschen Platz hier, dass wir hier das jetzt durch ein Sieb schütten können noch. Ja, Huck, nein, da hast du keine Chance beim Oliver. Der steht dann wirklich da und popelt sich jedes Stückchen, wo noch, und wenn es dann noch so klein ist, popelt er sich raus. Da. So, Alter, Mixer räumen wir auf. Hoppala. Schnell zu in dieser Müllschublade hier. So, jetzt brauchen wir einen zweiten Topf. Genau, Sojasauce ist die Magie des Ostens. Da ist was dran, ja. So, einen kleineren Topf. Hier. Und da passt es jetzt gut rein. Und jetzt noch ein schönes Sieb dazu. Das ist jetzt so ein Sieb, noch ein Überbleibsel von meiner Selbstständigkeit. Vorausgesetzt, ich finde es auf die Schnelle. Wo ist denn das? Das ist ja so groß. Kann man doch gar nicht übersehen. Ah, da habe ich es weggeräumt, weil es eben so groß war. Das kann sein, dass ich das woanders hingeräumt habe. Doch ziemlich sperrig ist.
Jetzt drehe ich nochmal hier mein Karussell da. Mein Topfkarussell. Nee. Ja, du musst es halt da durchschütten. Geht auch. Ich glaube, das habe ich weggeräumt. So. Ja, ich glaube, ich hole doch mein Spezialsieb, wo ich da habe. Ich schaue mal gleich mal um die Ecke. Da könnte es nämlich sein, oder sollte es sein, so muss ich sagen, könnte nicht, sondern sollte es sein. Es ist halt für sowas doch ein bisschen ein Spielzeug. Okay, natürlich, so ein Sieb, jeder Haushalt hat, wahrscheinlich was anderes hat er gar nicht. Aber ich zeige euch gleich mal, was es gibt, ja, und wie das Ganze dann die Sache vereinfacht, wenn man sowas hat. So. Und das ist jetzt richtig, wirklich, hier seht ihr ja, das ist jetzt vom Kürbis, das richtig schön versuchen, ein bisschen durchzudrücken. Das geht dann gleich, weil den habe ich schon da. Löffel mache ich jetzt gleich ein bisschen sauber, was hier unten dort hängt, dass ich das nicht wieder in der Suppe habe. So, und jetzt gehen wir schnell um die Ecke. Ich glaube, da müsste das große Profi-Sieb liegen. Dann seht ihr das auch mal, was es überhaupt gibt. Ja? So. Was ist, habt ihr heute wieder einen Clown gegessen? So, ich schaue mal ganz kurz nach unserem großen Sieb. Müsste nicht mal, und ich habe es schon gefunden. Wusste doch, wo es ist. So, das ist jetzt ein Profigerät, was ich habe, das ist eigentlich in jeder Küche zu finden, ist in jeder Profiküche. Zack, seht ihr, das ist eine Sache, da kann ich hier jetzt auch wüten, ein bisschen rumhacken, da spritzt nichts raus, da kann ich eine Menge reinschütten. Mag ich hier aber noch ein bisschen irgendwie, hier habe ich hier noch ein bisschen schön Suppe drin. Kurz das Sieb schon mal leicht vorreinigen. So. So, dann machen wir hier mal das Feuer aus. So, jetzt kann ich hier mit der Kelle so leichte Auf- und Abbewegung machen und dann lutscht das auch zügig da unten raus. Es ging mit dem kleinen Sieb, was ich vorher hatte, eben nicht. Da, Renzen! Renzen, schön, dass du noch reinschaust noch. So, wir sind zwar schon hier so langsam am Ende, aber jetzt werden wir das genau nochmal durchsprechen, wie wir es gemacht haben, was ein bisschen wichtig ist bei der ganzen Geschichte. Also, wir haben hier Hokkaido-Kürbissuppe. Der große Unterschied vom Hokkaido-Kürbis zu vielen anderen Kürbissen, Butterkürbis, Muskatkürbis oder wie sie alle heißen, ist beim Hokkaido-Kürbis können wir auf jeden Fall die Schale mitessen. Ja, dazu haben wir den Kürbis dann auch schön von außen erst mit der Wurzelbürste ein bisschen abgeschobt. Oder? Wurzel oder irgendwelche, wie soll ich sagen, an der Schale unappetitlich ausschauende Sachen haben wir weggeschnitten. Dann haben wir den Kürbis halbiert. Haben ihn entkernt, dann haben wir in walnussgroße Würfelecken geschnitten, weil das die optimale Größe ist, um Röstaromen dann entstehen zu lassen. Dann haben wir ihn wirklich schön angeröstet, kamen eine Zwiebel hinzu, die mitgeröstet. Zum Schluss haben wir dann auch ein bisschen, beziehungsweise haben wir dann unseren Ingwer noch dazugegeben und das Zitronengras mit dazugegeben und mitgeröstet. Und zum Schluss noch der Knoblauch und auch kurz mitgeröstet. Haben das Ganze mit das Ganze dann mit Kokosmilch aufgegossen, gewürzt haben wir es mit Salz, Pfeffer, Fleischbrühe. Haben jetzt dann den Kürbis weich gekocht, bis er schön weich war. Haben ihn dann mit Pürierstab püriert.
Und wie gesagt, auch drauf, den Kürbis wirklich schön rösten. Wenn ihr merkt, dass eure Röstaroma am Boden, am Topfboden zu groß werden, zu viel werden, ein bisschen Wasser, damit kann man das dann wunderbar lösen und dann kann man den Kürbis wieder ein bisschen weiter rösten. Je mehr man Energie investiert da in dieses Rösten, desto mehr Geschmack haben wir dann nachher auch in der Suppe. So, das haben wir jetzt schön ausgepresst. Streifen hier. Ihr müsst die Suppe nicht pürieren. Klar, ihr habt halt den Ingwer, der wird ein bisschen hart sein. Aber wenn ihr sagt, es stört euch nicht, könnt ihr die Suppe auch durchaus nicht pürieren. Ja. Ist natürlich nochmal ein bisschen eleganter, wenn man die Suppe püriert. So, wir kochen die Suppe im Weich, wird sie püriert. Wir schauen uns die Konsistenz nochmal an. Eine Cremesuppe, die sollte nicht zu dickflüssig sein. Machen entweder ein bisschen Sahne noch dazu, ein bisschen Wasser noch dazu. Wobei wir, nachdem wir unsere Kokossoße, Milch dazu gemacht haben, sowieso unser Tetrapack, was wir in dem Fall hatten, oder Konserve, was ihr dann vielleicht habt, gut mit Wasser ausspülen und auch einfach noch zur Suppe geben. Dann pürieren, dann uns die Konsistenz anschauen, das Ganze mit Sahne oder Wasser dann nochmal zur gewünschten Konsistenz verlängern. Die Cremesuppe sollte nicht zu dick sein. Aber man sollte schon als Creme, also als vergleichbar zu einer Fleischbrühe, schon deutlich von der Konsistenz her einen Unterschied zu sehen zu sein. Chilischote hat man natürlich noch mit drin. Das ist ein Gericht, das ihr super vorbereiten könnt. Ihr könnt die Suppe im Vortag schon kochen, wenn ihr sagt 10, 15 Gäste. Als Faustregel gilt Suppe als Vorspeise, was ich ja auch vorhin erwähnt habe. 200 Milliliter ist ein Minimum, was ihr geben sollt. Suppe als Vorspeise Maximum 300 Milliliter. Als Hauptgang 400 bis 500 Milliliter. Wobei man auch immer noch ein bisschen unterscheiden muss, was das Suppe ist. Also eine Cremesuppe natürlich mehr sättigt wie jetzt eine Fleischbrühe nur mit Einlage. Da eben ein bisschen variiert, eben, was gibt es als Hauptgang? Habt ihr einen Hauptgang, der also auch ziemlich mächtig ist, also ein Schweinsbraten oder wie auch immer, oder Enten oder Geflügel irgendwie, dementsprechend natürlich auch die Suppe ein bisschen von der Menge her verringert. Wenn ihr irgendwie sagt, ach, wir wollen heute mal ein schönes Menü kochen, Gäste, Anlass oder irgendwas, ist es halt. Wie gesagt, die Suppe ist so ein schönes Herbstgericht, da Kürbisse sowieso, mal zu Halloween mittlerweile überall die Kürbisse. Bei uns auf jeden Fall, also in Bayern, gibt es an jeder irgendwie größeren Straßenkreuzung irgendwo einen Tisch, wo die Zierkürbisse, Butterkürbisse, Hokkaido-Kürbisse so am Vorbeifahren sich mitnehmen kann. Natürlich gegen Cash. Das hat sich seit ein paar Jahren so hier involviert, dass die immer mehr an den Ecken zu finden sind. Wie gesagt, überall in jedem Kreisverkehr, der jetzt gerade nicht unbedingt mitten in der Stadt ist, gibt es so einen Stand, wo man unter anderem auch Pflumen pflücken kann das ganze Jahr irgendwie. Und jetzt auch speziell, jetzt seit kurzem die Kürbisse herumliegen auch. So, wir drücken die Suppe dann schön durch, dass nur zum Schluss noch die massive Pampe da im Sieb bleibt. So. Und das wird schwer mit der Zeit hier auch. So, für alle, die eben noch später dazugekommen sind, bitte denkt dran, Sonntag 18 Uhr, unser 250 Giveaway-Stream. Wir werden pro 10 Zuschauer, die ich habe, werde ich 2 Giveaways verschenken, wo ihr euch dann aussuchen könnt, was für Giveaways ihr haben möchtet, aus den Sachen, die es gibt. So, jetzt haben wir die letzte Runde, dann haben wir die Suppe durch und dann probieren wir es einfach nochmal und dann können wir es auch schon anrichten. So, die Suppe im Topf. Brühe hier ganz klein bisschen mit Wasser aus. Das verträgt die Suppe noch.
das ist natürlich jetzt hier, sage ich mal, schon für 6 bis 8 Personen ausreichend, die Menge, was wir hier haben. Aber ich wollte auch einfach den ganzen Kürbis verkochen, weil man kann noch schönes Gemüse machen, also den Kürbis auch mit Schnitze schneiden, mit Olivenöl, Salz, Pfeffer bestreuen und in Auflaufform im Backofen weichschmoren. Das wäre auch noch eine Variante, dann haben wir Kürbis als Gemüse. So, dann schieben wir es gleich wieder hier auf den Herd. Wenn ihr beim Topf ausspülen gemerkt habt, Mensch, das war jetzt zu viel Wasser, eure Suppe ist von der Konsistenz her zu dünn, dann einfach das Ganze nochmal auf dem Herd und nochmal so lange köcheln lassen, bis halt so viel Flüssigkeit verdampft ist, dass dann die Konsistenz entsteht, die ihr haben möchtet. Also was ich euch nicht empfehlen würde, wenn ihr gemerkt habt, ihr habt jetzt zu viel Flüssigkeit, da irgendwie mit Kartoffelstärke oder mit Maisstärke das abzubinden, weil einfach der Geschmack ein bisschen verloren geht, wenn wir dann zu viel Wasser dort haben. Kann man auch super einfrieren, gar kein Problem. Kühlschrank natürlich auch ein paar Tage problemlos haltbar aufzuheben. Je nachdem, wie ihr Kühlschrank kühlt, 4-5 Tage sollte normalerweise kein Problem sein. So, das war's. Voilà. Jetzt müssen wir ein bisschen warm worden. So, dann nehme ich hier noch das, was ich durchgedrückt habe, streiche mir noch ein bisschen ab. Das war's. Mache meine Schöpfkelle ein bisschen sauber, weil ich die dann gleich wieder hernehme auch zum Schöpfen. Aber ein bisschen von unserem Kürbis noch dran hängt, wasche ich kurz ab. So. Eingeschalten habe ich nochmal, dass es nochmal richtig heiß wird. So, das wäre unsere Kürbissuppe. Das Sieb spritze ich auch kurz aus noch, damit das ja leichter nachher zum Saubermachen geht. Fertig. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich, ja, ein bisschen lasse ich es noch einköcheln, aber jetzt schmeckt man das Ganze nochmal ab. Wunderbar. Wunderbar. Schöne Schärfe. Der kommt daher. So, jetzt lasse ich es ganz kurz einköcheln. Und dann, wenn ihr es habt, sorgt euch, wenn ihr es habt, nehmt wirklich, wenn ihr es wie gesagt als Hauptgang serviert, so wie bei uns das heute Abend ist, einen schönen großen Teller, gebt die Suppe ein, platziert die Bällchen ganz nett dazu. Die Bällchen würde ich erst nach der Suppe eingeben, wenn ihr jetzt die Bällchen einsetzt, die Suppe eingießt, wird es die Bällchen wahrscheinlich wegschwemmen. So kann ich die Bällchen ganz nett platzieren. Kann ich da noch was ranmachen? Oder soll ich noch was ranmachen? Ich probiere es nochmal. Vor allem nochmal kurz mehr Gas geben. Naja. Ein bisschen Salz nochmal. Nochmal einen Teelöffel Zucker. Zucker müsst ihr in der Küche als Gewürz sehen. Ja, das ist halt das Gewürz, wo ein Gericht süßt. Es gibt ganz viele Gerichte, wo das unumdinglich ist, Zucker hinzumachen. Und Zucker hat auch die Eigenschaft, dass wenn ihr ein bisschen mit Zucker nachwürzt, bringt Zucker die restlichen Gewürze, die an dem Gericht sind, an dem Produkt sind, ein bisschen mehr auch im Vordergrund. Also zum Beispiel finde ich ja Zucker unabdinglich an, wenn ihr was mit Tomaten kocht, weil jeder, wenn er Tomaten denkt, gute Tomate, ach, die Tomaten, es schmeckt super, sind die süß, die Tomaten, klasse. Also hat süße, gute Tomate immer was mit Süßigkeiten, mit süß zu tun. Und darum kann man da gerne auch mit diesem Zucker ein bisschen nachhelfen, bei einer Tomatensauce, bei einer
Tomatensuppe, um diese Süße, die man vielleicht gar nicht so hat aktuell an dem Gericht, ein bisschen nachzuhelfen. Natürlich immer nur im gewissen Maße, aber so. So, warum heißt sie jetzt nicht auf da? Ach, der Ring hat sich ausgeschalten. Jetzt. So, ich glaube, wir richten an. Richten wir an. Genau, wir richten an. So, unsere Bällchen raus. Nochmal zu den Bällchen, wie wir es gemacht haben. Die ein bisschen später gekommen sind eben. Melone, Gallia-Melone. Dann ist es ein sogenannter, ja, ich weiß jetzt gar nicht, da müsst ihr schon eher so im gut sortierten Haushaltswarengeschäft, da wird das wahrscheinlich bekommen. Es ist ein sogenannter Parisienlöffel, ist ein französischer Ausdruck. Es gibt auch ein Kartoffelgericht, das nennt sich Parisienkartoffeln. Warum heißen die Parisienkartoffeln? Weil es ist nichts anderes wie eine Salzkartoffel, aber das ist, die Kartoffel wird geschält und aus der Kartoffel, aus der rohen Kartoffel, werden mit diesem Parisienlöffel Bällchen ausgestochen, die dann in Salzwasser gegart werden, gekocht werden. Und das sind die sogenannten Parisienkartoffeln. Und jetzt ist die Frage, hat die Kartoffel von dem Löffel den Namen bekommen? Oder der Löffel, weil man die Kartoffel daraus macht, den Namen bekommt, das weiß ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall Parisienlöffel, haben wir hier zwei verschiedene Durchmesser. Gibt es also viele Anwendungen, um irgendwo ein bisschen was nett zu gestalten in der Küche. In dem Fall haben wir hier mit einem kleinen Ausstecher. Ich bin eher so immer so klein und niedlich, finde ich irgendwie schöner wie groß und klumpig. Haben unsere Bällchen ausgestochen. Rest kann man nicht so essen oder ihr macht einen Obstsalat oder wie auch immer. Verzeihung, überschluckt. Genau, so sind die Bällchen entstanden. So, also dann. Immer noch irgendwas im Hals. Hier. Nehme ich gleich einen Suppenlöffel. So. Genau, so würde ich servieren. Ihr könnt natürlich jetzt hergehen, dass ihr jeden so einen Teller macht. Dann eure restliche Suppe an den Tisch stellt. Wenn ihr Bällchen habt, die auch dann so mit an den Tisch stellt und eure Gäste oder ihr, je nachdem, wer eben zum Essen da ist, sich dann noch nachschöpft oder auch nicht, mir Bällchen reinmacht oder auch nicht. Ihr könnt natürlich auch die Bällchen komplett herauslassen und das jeder selber dann individuell sich Bällchen reinmacht oder auch nicht. Aber zum Probieren würde ich es jedem mal empfehlen, die heiße Suppe und dann eben die kalten Bällchen dazu, um mal dieses Geschmackserlebnis heiß, pikant, kalt, süß. So, jetzt muss ich hier mal, Wenzel hat hier was geschrieben, hole ich mir mein Tablet her, dann tue ich mir leichter beim Lesen. So, außerdem wird der Kugelausstecher, der früher meist als Parisien-Ausstecher, auch Parisien-Messer, französisch, hat es irgendwo kopiert, bezeichnet wurde. In der klassischen französischen Küche bei der Zubereitung von Gemüse Parisien verwendet und dient zum Ausstechen von nussförmigen Kugeln aus Gemüse, wie zum Beispiel aus Kartoffeln, für die Zubereitung von Pariser Kartoffeln vom Parisien. Also Leute, genau das, was ich erzählt habe. Wenzel, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Freut mich,
Leute, sowas finde ich super cool, wenn sowas dann irgendwo immer gemacht wird und das Ganze dann auch so mit dem irgendwo konträr ist, was ich erzählt habe, und mich nicht dann so blamiere irgendwie, dass ich euch, oder ihr meint, dass ich euch hier nur Müll erzähle. Super, Wenzel, vielen, vielen Dank. Freut mich. So, wie gesagt, wenn noch Wünsche kommen oder Fragen generell ums Kochen, können wir kurz noch drauf eingehen, oder Wünsche, was das Kochen betrifft, was ihr gerne mal gesehen hättet, was ich kochen sollte. Wobei generell vorneweg, ich versuche immer jahreszeitbedingt zu kochen. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, Spargelsuppe würde ich euch mal interessieren, okay, würde ich euch auf nächstes Jahr vertrösten. Jetzt im Sommer, wenn es darum ging, ja, wir sollen mal einen schönen Braten machen, die habe ich alle auf den Herbst vertröstet. Jetzt haben wir Herbst, solche Sachen werden jetzt wieder verstärkt kommen. So deftige Hausmannskost. Daher an 1,50 €, ja, ist ja gar kein Thema. Also, das kann man durchaus ausgeben. Ist auch mal eine Variante, wenn ihr sagt, ihr macht Obstsalat, ja, dass ihr dann und würde gern Melonen reinmachen, dann eben anstatt irgendwie mühsam die Melone zu schälen und immer schwierig, eine Melone dann auch in annähernd gleich große Stücke zu schneiden, wäre es ja so mal eine Variante, oder was auch eine tolle Variante ist. Ihr versucht, eine kleine Melone zu bekommen, halbiert die, stecht es aus, mariniert es ein bisschen mit Portwein oder sonst was und füllt es wieder zurück und serviert es dann eben so geeiste Honigmelone mit Portwein wieder als Dessert. Also sowas ist optisch auch immer ganz, ganz toll, sowas zu machen. Liebe Leute, wenn von euch jetzt nicht irgendwelche Fragen noch kommen, wir haben im Großen und Ganzen beim Ende. Bleibt ihr noch kurz alle im Stream. Ich würde euch gerne an einen netten Stream-Kollegen von unserer Community weiterhosten. Da sagt er kurz Hallo, schaut rein, was er macht. Wenn es euch gefällt, bleibt natürlich dabei. Ansonsten sagt vielleicht nette Grüße von mir. Und dann könnt ihr auch gerne aufgehen, wenn es euch nichts dazu sagt. Wäre super lieb. Gewinnt man immer, wenn man als Streamer sein Publikum weiterhostet. Ansonsten bitte vergesst den Sonntag nicht. 18 Uhr Giveaway-Stream. Und würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr noch kurz da bleibt, bis ich euch gehaustet habe. Sehr lieb von euch. So, hier schalte ich runter, die kocht recht heftig. Gehe ich jetzt mal hausten und bedanke mich nochmal bei allen fürs Zuschauen, für die Follows, für auch immer. Möchte mich entschuldigen, wenn ich jemanden nicht begrüßt habe, den ich übersehen habe. Sei mir verziehen. Mir hat es wieder wahnsinnig Spaß gemacht mit euch. So, und jetzt noch den Haust anschmeißen. Irgendwo muss ich ein... Da ist er ja schon. Wen haust ich hier? Jetzt haust ich aber nicht Farbenfuchs mit 125 Zuschauern, sondern ich hauste die Triana, glaube ich, so spricht die sich, ja. Ist jetzt hier. Wo ist denn da oben? Steuerung. Copy. Jetzt hier zurück zu meinem Stream. Da ist sie. Und jetzt slash host. Leerzeichen. Steuerung V. Genau. Also, dann macht's gut. Danke fürs Reinschauen. Und wie gesagt, Sonntag. Tschüss zusammen. So. Stream stoppen.